Cropfam, Ausgabe Nummer 365. Wir schreiben den 23. Dezember 2016. Mein Gast heute Abend ist Andreas Peklau und es geht um Psyche und Rechtsruck. Doch heute gibt es wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an meinen Gast weiter. Stammhörer schon wissen, gibt es zu dieser Sendung einen Newsletter. Man kann mir so gerne mailen, cropfm@mur.at. Zum Newsletter kann man sich natürlich gratis anmelden. Da gibt es auch garantiert kein Spam, sondern höchstens eine Erinnerung an die kommende Sendung. Ein Archiv und MP3-Archiv und einen Podcast gibt es zur Sendung auch, ein RSS-Feed, wo alle bisherigen Sendungen heruntergeladen, offline gehört werden können oder auch online gehört werden können. Auch zu dem Newsfeed gibt es übrigens einen RSS-Feed, wo ich so ziemlich jeden Tag oder ein paar Mal die Woche etwas poste, das auch immer dann am Anfang der Sendung dann behandelt wird, so ein paar Highlights davon. Das Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer und das ist ziemlich drastisch. Mir ist noch nie aufgefallen, dass Nigel Farage so eine hohe Ähnlichkeit zu Homer Simpson hatte. Aber hat er anscheinend. Und ist auch nicht nur mir jetzt aufgefallen, sondern auch im Netz gibt es da schon einige Gegenüberstellungen. Matthias Töpfer hat das sehr kantige Ankündigungsbild zur heutigen Sendung gestaltet. Großes Danke an ihn. Die Sendung wäre nicht dieselbe ohne seine Bilder. Ja, auch eine Radiosendung braucht Bilder. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal oder Überweisung oder als Flatterer. Relativ weit oben auf der Startseite findet man das rosa Ei, das Ei mit dem rosa Herzen, so ist es, oder roten Herzen, ich weiß nicht genau. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an all die, die es schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Chinas Raumfahrtindustrie setzt auf den M-Drive. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist da ein sehr spannender Artikel erschienen. Den M-Drive habe ich auch in der letzten Sendung, zu der Andreas Müller, der praktisch alleinige Macher von Grenzwissenschaft aktuell, zu Gast war, haben wir da ja prominent besprochen. Und auf Grenzwissenschaft aktuell ist jetzt zu lesen, chinesische Raumfahrtingenieure und Wissenschaftler haben Informationen bestätigt, wonach sie schon seit 2010 die Entwicklung und Erforschung der sogenannten M-Drive-Technologie vorantreiben. Beim M-Drive handelt es sich um einen revolutionären Antrieb, mit dem alleine durch die Flutung eines Zylinders mit Mikrowellen ein messbarer Schub erzeugt wird, ohne dass hierfür klassische Antriebsmittel benötigt werden. Während Kritiker darauf pochen, dass der M-Drive dem Impulserhaltungsgesetz widerspreche und deshalb gar nicht funktionieren könne,
testet die chinesische Raumfahrtagentur den Antrieb bereits schon jetzt im Erdorbit und wolle sie möglichst bald für Satelliten und Raumschiffe nutzen. Und ich wünsche Ihnen damit wirklich viel Erfolg und bin sehr gespannt auf das erste echte Raumschiff aus China. Und Geoengineering als Chemotherapie für den Planeten, Future Zone, ist dieser Artikel erschienen. Der Ökonom Gernot Wagner beschäftigt sich an der Harvard University mit den wissenschaftlichen Aspekten des Klimawandels, wirtschaftlichen Aspekten des Klimawandels. Er glaubt, dass die Probleme über die Märkte gelöst werden können, allerdings nur, wenn auch alle davon profitieren. Das ist selten der Fall. Da wir die Erwärmung in absehbarer Zeit nicht aufhalten werden, würde Wagner auch technische Eingriffe in die Natur, etwa in Form einer Ausbringung von Schwefeldioxid in der Atmosphäre, in Kauf nehmen, um die Temperaturen in einem vertretbaren Bereich zu halten. Also ich mutmaße, dass da wirklich unerschütterbarer Glauben an die Macht der Märkte und der einfachen Lösungen irgendwie dahinter steht, aber keine Ahnung. Und ich hoffe jedenfalls, dass wir an solchen Dingen nicht bis zum bitteren Ende festhalten. Oder dass sich vielleicht das alles eh als falscher Alarm herausstellt, aber das glaube ich eher nicht. Jedenfalls durch Aufbringung von Schwefeldioxid. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber okay. Ich bin ja auch kein Wirtschaftsexperte. Und alle hier besprochenen Artikel finden sich in der CropFM News Sektion auf der Startseite von cropfm.at. Ja, 1942, inmitten der Wirren des Zweiten Weltkrieges, formulierte Wilhelm Reich folgendes Ziel: Wissen, Arbeit und natürliche Liebe sind die Quellen unseres Lebens. Sie sollen sie auch regieren, in voller Verantwortung getragen von den schaffenden Menschenmassen. Mein Gast Andreas Pegler hat sich diesem Ziel voll verschrieben und mehr jetzt gleich live auf CropFM. Mein heutiger Gast, der Psychoanalytiker und Psychologe aus Berlin, Andreas Pegler, war schon dreimal zu Gast insgesamt. Über dieses Thema, über das wir heute sprechen, haben wir auch in unserer ersten Sendung gesprochen. Aber ja, ich glaube, man kann das nicht oft genug behandeln und es ist ja auch sehr aktuell leider. Nicht wahr, Andreas? Ja, da kann ich jetzt außer dir zuzustimmen leider nicht sehr viel sagen. Macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, wenn du zustimmst, okay. Oder? Ja. Es gibt Schlimmeres. Naja, es ist vor allem kein Thema, mit dem man sich sehr beliebt macht, würde ich sagen, denn letztendlich muss sich dann jeder an der eigenen Nase nehmen. Aber es ist auch ein Thema, das man sehr oft behandeln muss, damit das wirklich irgendwie auch einsickert, was das bedeutet, weil die Grundaussage ist ja eigentlich, es ist noch viel schlimmer, als wir glauben. Ja, also je nachdem, was jemand glaubt, also ja. Ich weiß nicht, da müssen wir entweder jetzt gleich wieder richtig einsteigen oder
Oder auch nicht, weil es ist natürlich andererseits auch besser, als die Leute glauben oder als viele glauben, denke ich. Ich habe da ein sehr schönes Zitat in deinem Buch gefunden, das ich vielleicht als Einleitung hier geben möchte. Ich glaube, dass unsere Erde keinen dauerhaften Frieden finden wird, das ist ein Zitat von Wilhelm Reich, solange sachlich ahnungslose Politiker und Diktatoren welcher Art immer neurotisch verseuchte und sexuell kranke Massen führen werden. Jetzt, ich meine, die Politiker sind aber mindestens genauso neurotisch, oder? Ja, genau, aber also der größere Zusammenhang ist ja dann eben der, dass die Massen zwar eben neurotisch sind, aber dass die Massen wiederum aus ihrer Mitte im Grunde sicherlich manipuliert, wie auch immer, aber letztendlich nur Leute nach oben kommen lassen oder da oben akzeptieren können, die ihren Charakterstrukturen und insofern auch ihren Neurosen irgendwie entsprechen. Aber um das zu verstehen, muss man ja eben nochmal dazu sagen, glaube ich, deswegen muss man dann doch bei diesem Menschenbild anfangen von Wilhelm Reich. Aber da gibt es ja durchaus Parallelen zu anderen Leuten, nicht nur aus der Psychoanalyse, wie meinetwegen Erich Fromm. Die Grundvorstellung ist, wir kommen alle erstmal, wenn nicht schon in der Schwangerschaft irgendwas Dramatisches dazwischen gekommen ist, psychisch zumindest hochgradig oder ganz gesund zur Welt. Wir sind soziale Wesen. Das hat ja nun auch schon Karl Marx und haben manche andere ja auch gesagt, schon vorreicht natürlich. Und wir brauchen andere Menschen. Wir haben nicht in uns sowas wie einen Todestrieb, wie es der späte Freud geglaubt hat, oder einen Aggressionstrieb, wie es Konrad Lorenz, der Verhaltensforscher, geglaubt hat. Und im Grunde werden wir dann eben durch das, was man normale Erziehung nennt, Sozialisation nennt, von diesem gesunden biologischen Kern, sagen wir mal, vielleicht etwas platt, im guten Kern immer mehr weggebracht. Das heißt, es überlagern sich andere Gefühle darüber, in der normalen, unterdrückenden, autoritären Erziehung, die uns, also Erlebnisse, Erfahrungen, die uns traurig machen, die uns wütend machen, die uns enttäuschen, frustrieren. Und das dürfen wir auch wieder nicht ausdrücken. Und dadurch entsteht sozusagen über diesem guten Kern eine Zwischenschicht aus sadistischen Impulsen, destruktiven Impulsen. Und darüber lagert sich dann, meinte Reich, und ich kann ihm da gut folgen, weil ich glaube, es trifft einfach zu, darüber lagert sich dann wieder nochmal eine dritte Schicht. Das ist sozusagen die dünne Oberfläche, wo wir nett und angepasst und höflich sind. Und insofern sind wir so gesehen alle, also egal ob Politiker oder eben Volk, wenn wir erwachsen sind, wenn wir diese Sozialisation hinter uns gebracht haben, mehr oder weniger wandelnde Zeitbomben. Ja, alle ist jetzt wirklich das wichtige Wort. Also wir nehmen uns, also zumindest ich nehme mich da auf keinen Fall aus. Ich nehme, du nimmst dich auch nicht aus. Nee. Zu verschiedenen Grad natürlich. Es gibt natürlich manche, bei denen ist der Zünder quasi schon am Glühen. Bei anderen vielleicht ist er noch ein bisschen länger. Aber so ist es nun einmal. Und das muss man halt erst einmal einsickern lassen, weil wenn jetzt dann wieder irgendeine Wahl nicht so passiert, wie man sich das erwartet hat oder so, dann ist das große Raten, ja, wie konnte das sein? Und dann werden immer wieder dieselben Gründe bemüht, ja, zum einen die Flüchtlingskrise, ja, wobei man dann nie über die wirklichen Ursachen spricht, sondern nur über die jetzigen Symptome, ja, die natürlich, also es ist natürlich alles ein bisschen ungeschickt angegangen worden, meiner Meinung nach. Weiß nicht, wie du dazu stehst, ob du dazu was sagen möchtest. Ich möchte auch vorausschicken, also du bist jetzt nicht der sich da, du bist kein Nachrichtenjunkie. Also du hast jetzt nicht Nein. dich da ständig mit ich bin da eher, ich werde eher diesen Part in diesem Gespräch heute übernehmen und vielleicht hier und da was Aktuelles einbringen. Ich meine, man braucht jetzt nicht über den letzten, ja, der Terroranschlag in Berlin, du bist in Berlin, ja, ist natürlich verheerend. Hast du dazu irgendeine Meinung, irgendwas zu sagen, das du jetzt loswerden willst, oder ist es halt einfach furchtbar? Ja, also ja, es ist einfach furchtbar und es passiert in Aleppo und es passiert woanders jeden Tag, ne? Und das haben mir nun auch schon viele andere Leute gesagt, also dass dieser Krieg, den maßgeblich auch wir als Gesellschaft, als Menschen, die eine Gesellschaft stützen, die wiederum mit der NATO, mit der USA, mit bestimmten Interessengruppen da einfach verbunden ist und die diesen Krieg, sozusagen die Krieg und Elend zum Beispiel durch den Verkauf von Waffen in die halbe Welt tragen, dass also irgendwie der Krieg hierher kommen würde, wieder dann irgendwann zurückschlagen würde, das kann, muss ich ja nicht sagen, also das kann ich nur zitieren, ne? Und insofern ist es etwas, was irgendwie leider zu erwarten war.
Was die Sache aber natürlich in keiner Weise besser macht. Ja. Und natürlich, sie erschießen den Attentäter dann, oder, naja, gut, ist halt dumm gelaufen, aber das ist halt sehr schade, ne? Dass man dann meistens dann halt, wenn der dann tot ist, dann kann man dem halt viel schwieriger auf den Grund gehen, ne? Was ist da wirklich los gewesen? Aber gut, das ist ganz ein anderes Thema. Aber es wären dann eben, wenn, wie zum Beispiel jetzt die Trump-Wahl oder Brexit, dann wären halt immer die üblichen Verdachtsmomente bemüht, ja, das ist eben, weil die Mittelschicht halt absteigt und das mag ja alles stimmen, das stimmt auch alles, ne? Es ist auch, ich meine, es gibt einfach soziale Ungerechtigkeit, es gibt diese Umverteilung, das ist alles da, ja. Aber die Frage ist ja auch irgendwie, aber warum reagieren wir auf diese Art darauf, auf diesen Druck? Oder? Das ist vielleicht die Frage. Und bitte. Ja, und ich meine, die Frage wird dadurch ja nochmal verschärft, weil man eben nachweisen kann, dass es ja nicht an diesem Druck, zum Beispiel, dass es nicht an der Verelendung an sich liegt. Also wenn man sich anguckt auf der Welt, die Karten, kann man ja im Internet sehr leicht machen, wo die größte Armut ist, wo sogar gehungert wird, dann sind das eben nicht Regionen, in denen der Faschismus großartig sich entwickelt, sondern der Faschismus oder faschistoide, rechtsradikale, auch meinetwegen rechtspopulistische Tendenzen, wie sie jetzt wieder leider Gottes zunehmen, entwickeln sich eben genau in den reichsten Regionen, aber für die ist was anderes entscheidend, eben nicht Hunger, nicht materielles Elend, jedenfalls nicht massenhaft, sondern riesige Unterschiede zwischen Arm und Reich. Also das ist nicht sozusagen, das ist nicht das Elend an sich, was offenbar faschistoid macht oder rechts macht. Es ist auch nicht die Arbeitslosigkeit an sich, ganz offenbar. Es ist auch nicht, wie dann öfter gesagt wurde, eben, dass die eine oder andere Partei, die an der Macht ist, keine gute Figur macht. Also welche macht eine gute Figur? Ne? Es gibt also einfach ganz viele Beispiele in Europa, wo bestimmte Faktoren auch auftreten. Und wo trotzdem deswegen rechte Parteien eben nicht an Macht gewinnen. Ne? Also muss es offenbar um was anderes gehen, zumindest zusätzlich. Genau. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, der AfD oder Pegida-Anhänger da irgendwie selbstgerecht zu verteufeln oder irgendwas. Absolut überhaupt nicht. Denn, wie du schreibst, man macht sich dann ja auch mitschuldig an deren Radikalisierung, wenn man sie irgendwie an den Rand drängt und sagt, na, ihr seid indiskutabel, mit euch reden wir gar nicht mehr. Was aber am gewissen Punkt ja gar nicht geht, weil wenn das dann irgendwann 60% oder 80% der Menschen sind, die so denken, naja, dann fragt sich, wer da an den Rand gedrängt wird, ne? Genau, deswegen ist es ja also ein ganz entscheidender Punkt, um bloß mal diese eine Zahl, du hast sie genannt, einfach nochmal zu unterstreichen. Diese 80%, ne, es gibt also 80% Deutsche, die laut Umfragen, wissenschaftlichen Umfragen, gesicherten wissenschaftlichen Umfragen, zumindest einzelne fremdenfeindliche Haltungen haben, also die zum Beispiel ganz konkret sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn der Staat großzügig mit Asylanträgen umgeht. Und großzügig ist ja nicht verschwenderisch, ne? Großzügig ist eigentlich eine Tugend, ne? So. Und wenn es 80% der Deutschen sind, und daran ist, glaube ich, nicht zu zweifeln aufgrund dieser Umfragen, es gibt auch andere, die im Grunde was Ähnliches aussagen, dann muss man ja einfach erstmal festhalten, dieses Wir, ja, wir Guten, wir, die wir alle nichts gegen Ausländer haben oder gegen andere Fremde, weil ganz viele haben ja dann zum Beispiel was gegen Schwule, ja, Genau. ersatzweise oder zusätzlich, ne? Also, das ist eine Minderheit, ja, ganz offensichtlich. Und deswegen dieses, also ich bin gut und ihr seid alle böse, ist einfach Quatsch. Und wie dieses Bild auch irgendwie andeuten will, ist, und das haben wir ja in unserer ersten Sendung auch, glaube ich, schon sehr, und ein bisschen wird unser heutiges Gespräch schon darauf aufbauen, und ich empfehle auch jedem, dieses Gespräch nachzuhören und auch das zweite Interview, das wir geführt haben mit dem Titel Die Angst vor dem Fremden. Aber es ist eben so, dass der wirkliche Riss nicht quer durch Bevölkerungsschichten geht, sondern durch Persönlichkeitsanteile der einzelnen Individuen. Also es ist also noch viel komplexer, als man glaubt, ne? Also es gibt nicht nur, also jemand ist nicht einfach gut oder böse oder links oder rechts oder wie auch immer, sondern er hat Anteile, verschiedenste Anteile, die auch gegenseitig im Widerstreit sind und ihn unglücklich machen. Oder sie. Ja, also
Beziehungsweise eben, was ich vorhin gesagt habe, dieses dreiteilige Modell von Reich, was ich glaube, was wirklich eine ganz gute Möglichkeit ist. Ich meine, es ist ein Modell, es ist eine Metapher, es ist natürlich jetzt nicht eins zu eins so eine Realität zu finden, aber ich glaube, man kann sich mit Hilfe dieses Modells eine Menge gut vorstellen. Und insofern muss man sich eben sagen, also einerseits haben wir alle in uns, und der ist im Grunde unzerstörbar, diesen guten Kern, diesen sozialen, wo der Mensch lieben will und kann, zum Beispiel kooperieren will, kreativ sein will. Und dann gibt es aber eben, wenn wir erwachsen sind, also nicht mehr auf die Welt kommen, wenn wir also erwachsen sind, gibt es dann diese Zwischenschicht, ne? Und wenn man sich das vorstellt und okay, oben drüber noch diese Oberfläche, die das alles irgendwie glättet und netter aussehen lässt. Aber wenn man sich das mal vorstellt, heißt das eben, der normale Erwachsene hat mindestens diese zwei Anteile in sich. Etwas platt gesagt Gutes und etwas genauso platt gesagt Böses. Ja, und das ist etwas, weil da geht es um Sozialisation und da geht es nicht um eine Ideologie, die man sich da mit 25 Jahren irgendwie draufdrückt. Ja, das ist etwas, was im Grunde uns alle dann mehr oder weniger stark, ist klar, aber vom Prinzip her betrifft. Und jetzt diese mittlere Schicht, ja, wo, ich meine, oben drauf sitzt dann ein Kopf, der grinst schleimig, aber in der Mitte brodelt es. Aber wie entsteht das? Ich meine, da gibt es ja, Reich hat da ja eigentlich einen Gutteil seiner Arbeit dafür aufgewendet, diese Ursachen zu ergründen, die ja schon im Babyalter losgehen, ne? Ja, also ich meine, Reich ist ja dann, ist allerdings ja dann der späte Reich, dann in den USA, also in seinen letzten Lebensjahren hat er dann sich sehr stark auch sogar vorgeburtlichen Themen, Aspekten zugewandt und der Geburt selber. Er hat eben festgestellt, wie wichtig es ist, in welchem emotionalen Zustand, also insofern auch in welcher Lebensqualität natürlich dann auch materielle, sich die Mütter befinden, in welcher Beziehung zu ihrem Mann oder zu dem Erzeuger des Kindes, wie die Geburt verläuft, ob sie zum Beispiel medizinalisiert ist, also mit unnötiger Gewalt oder ja, mit chemischen Substanzen, die alle gar nicht nötig sind und so weiter. Also was das alles sozusagen dann schon aus uns macht. Also mit anderen Worten, diese Sozialisation im engeren Sinne, meinetwegen geht erst los, wenn man wirklich auf die Welt gekommen ist, also geboren worden ist, aber natürlich Prägungen passieren schon vorher. Auch das hat Reich schon gesagt. Und dann geht eben diese normal autoritäre Sozialisation los, die Erziehung, die Anpassung, die sicherlich vor 100 Jahren oder 80 Jahren, als Reich die Massenpsychologie des Faschismus in der ursprünglichen Form geschrieben hat, natürlich sehr viel härter ausgeprägt war als jetzt in Mitteleuropa. Die geht dann los. Und die sorgt eben dann für diesen Effekt, von dem ich gesprochen habe. Also autoritäre Erziehung, um das mal dieses Stichwort zu nehmen, heißt eben immer nicht die Bedürfnisse der Kinder, die natürlichen, mit denen sie auf die Welt kommen, die gesunden, guten, sind der Maßstab, wo es lang geht, sondern im Grunde die Gesellschaft, die also schon neurotisierte Gesellschaft, die schon neurotisierten Erwachsenen bestimmen, wann die Kinder, meinetwegen gestillt werden, Sauberkeitserziehung abzuschließen haben, schlafen oder so, ja. Also ich meine, da ist viel besser geworden, aber es ist eben, weiß Gott, noch nicht gut. Und insofern ist der übliche Zustand, dass dabei Kinder sehr, sehr viel erleiden. Und wir wissen ja, es gibt natürlich Extreme, bis hin, dass Kinder ermordet, gefoltert werden, dass sie verhungern, dass alle möglichen Sachen passieren mit ihnen, also und das ja auch durchaus in Deutschland, also nicht jetzt irgendwo sonst wo. Ja, aber eben das Normale ist natürlich das nicht, aber das Normale ist trotzdem, dass die Erwachsenen auch aufgrund äußerer Zwänge, gesellschaftlicher Zwänge, weil sie Geld verdienen müssen und so weiter, den Kindern ganz oft gar nicht das geben können an Zuwendung, was die brauchen. Und insofern, wie gesagt, ist Kindheit immer auch was, hat Kindheit auch immer eine Menge mit Entfremdung von sich selbst, mit Leid zu tun. Und diese Gefühle, die dabei auch entstehen, eben an Trauer, an Enttäuschung, wie ich schon sagte, die wiederum kannst du, oder an Wut gerade, vor allem an Wut kannst du in der Regel nicht rauslassen, weil welchem Vater darfst du denn mal vors Schienbein treten, obwohl er es verdient hat, ne? Also, das heißt, das musst du auch wieder wegstecken, in dich reinfressen. Und eine übliche Methode ist dann, Methode ist jetzt allerdings in Anführungsstrichen zu sehen, das ist ja nichts Bewusstes, nichts Absichtsvolles, dann diese Wut zum Beispiel, die entsteht, gegen sich selber zu richten, was im Grunde eine Art Weichenstellung ist in die Depression, von der ja ein Viertel der Deutschen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal mehr oder weniger stark zum Beispiel betroffen sind. Jetzt diese
Erkenntnisse, auf denen dieses Gespräch heute fußt, und ich habe da auch schon, also mit diesen ganzen frühkindlichen Erfahrungen, da möchte ich jetzt auch auf die Interviews, die ich mit Bernd Senf geführt habe, also jetzt gerade was Reich anbelangt, das werden wir heute alles nicht bis zur Erschöpfung diskutieren können, und das ist eben, findet sich alles im Archiv auch, und da bitte ich auch dann, sich dort weiter schlau zu machen. Aber jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, inwieweit, und du hast ja so ein bisschen das angesprochen, sind denn jetzt die Erkenntnisse und oder ja, die Einsichten, die Reich 1933 aufgrund der damaligen Situation gemacht hat, heute noch gültig? Ja, also natürlich, also ist diese, wobei man jetzt sagen muss, das, was Reich sich angeguckt hat, er hat zwar die Massenpsychologie des Faschismus geschrieben, so hieß das Buch, aber eben um zu verstehen, wie der Faschismus überhaupt möglich war, auf welcher psychosozialen Basis er beruht hat, musste er sich natürlich die Zeit vor dem Faschismus angucken. Also die Sozialisation, die üblich war im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. So, und da hat er eben festgestellt, dass im hohen Maße die Sozialisation bestimmt ist, erstmal grundsätzlich durch eine autoritär gefühlsunterdrückende, sexualitätsunterdrückende Herangehensweise, dass die maßgeblich verwirklicht wird, umgesetzt wird, sozusagen von den Agenten der Gesellschaft, also der Agentur der Gesellschaft hat das genannt, der Kleinfamilie. Dass aber natürlich dann andere Faktoren oder auch andere Institutionen dazukommen, nicht zuletzt die Kirche, die also mit gefühlsunterdrückenden, also auf meinetwegen Keuschheit oder antisexuelle Ziele ausgerichteten Maßstäben da also sozusagen nochmal was draufsetzt. Das war sicherlich zu Reichs Zeiten sehr viel ausgeprägter als heute, aber es ist heute eben auch nicht weg. Und er hat natürlich auch gesagt, das war ja für ihn nochmal, stand für ihn ja gar nicht zur Debatte, dass der Kapitalismus selber eine wesentliche, ganz entscheidender Faktor ist, der dazu beiträgt, eben durch entfremdete Arbeit, durch Ausbeutung, durch Unterdrückung in der Arbeitssphäre, ne, durch das Elend, was natürlich damals in einem ganz anderen Maß noch da war, unter Arbeitern als heute meinetwegen in Deutschland. Ja, also der Kapitalismus, und er ist einen Schritt darüber hinausgegangen, hat gesagt, es reicht aber auch nicht, den Kapitalismus dann dafür verantwortlich zu machen oder abzuschaffen, sondern der ist ja wiederum sozusagen eine späte Ausprägung eines viel grundsätzlicheren gesellschaftlichen Zustandes, nämlich des Patriarchats, also der Männerherrschaft, des Systems, in dem vor allem Männer, vor allem Frauen, aber eigentlich natürlich auch immer Kinder unterdrücken. Und das alles, meinte er, müsste sozusagen abgeschafft werden, wenn man wirklich die Tendenz hin zur rechten Bewegung, zum Faschismus abschaffen wollte. So, und dann kann man sich natürlich jetzt angucken, das habe ich ja auch gemacht, inwieweit diese einzelnen Aspekte heute immer noch eine Rolle spielen. Und da kommt man eben schon im Grunde durchweg zu dem Ergebnis, nichts ist mehr in Mitteleuropa so scharf, so dramatisch ausgeprägt wie vor 1933 in der Weimarer Republik und im Kaiserreich. Aber nichts. Bei keinem dieser Aspekte könnte man auch irgendwie sowas wie eine völlige Entwarnung geben. Ja, also eben, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt ja genug Zahlen und Fakten. Also jede Woche, glaube ich, werden sterben 2 bis 3 Kinder in Deutschland an Vernachlässigung oder an Gewalt. Ja, viele Kinder werden Opfer sexuellen Missbrauchs, auch von Vergewaltigung. Ja, das ist ja alles da. Das heißt mit anderen Worten, es hat nicht aufgehört. Also ein Großteil der Eltern will die Kinder immer noch zu Sekundärtugenden, preußischen Sekundärtugenden erziehen, wie sie eben viel früher, also vor über 100 Jahren auch üblich waren. Also Disziplin, Ordnung, ja, Leistungsbereitschaft und so. Die Kirche hat sich sicherlich mal zum Positiven entwickelt hier in Mitteleuropa, was das betrifft. Aber sie ist natürlich trotzdem, sie ist Kirche, ne? Und sie ist insofern auch eine Institution, die insbesondere die katholische Kirche, sieht man zurzeit ja auch wieder ziemlich dramatisch in Polen, die große Probleme hat im Umgang im angemessenen Umgang mit Sexualität. Ja, Kapitalismus, ne, okay, ist natürlich auch nicht mehr derselbe wie vor 1933, zweifellos, aber andererseits ist gerade in der Hinsicht in den letzten 10 Jahren durch das immer stärker werden des Neoliberalismus nun auch eine durchaus negative Tendenz zu verzeichnen. Das heißt, ich glaube, dass zumindest für Deutschland gesprochen
der Kapitalismus, die sogenannte soziale Marktwirtschaft in Deutschland um 1990 rum, als sich die beiden deutschen Staaten wieder vereinigt haben, sehr viel menschenfreundlicher war, als er mittlerweile ist. Und ich meine, dass diese zunehmende Verunsicherung, ja, die Angst vor dem Abstieg und der tatsächlich stattfindende Abstieg für viele auch aus der Mittelschicht, spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle, dass die rechten Tendenzen jetzt auch hierzulande, also in Deutschland, wieder zunehmen. Ja, auch autoritäre Tendenzen. Und ich meine, du argumentierst ja durchaus auch, dass also Kapitalismus diese autoritären Tendenzen eigentlich zwangsweise bedingt. Und das lässt sich ja auch recht gut zeigen an Aussagen von Hayek, der zum Beispiel sagt, marktfeindliche Beschlüsse unqualifizierter Mehrheiten müssten also um jeden Preis verhindert werden. Oder Milton Friedman, ein anderer Gott des Neoliberalismus, wenn man so will. A democratic society once established destroys a free economy. Also jede Demokratie zerstört zwangsweise eine freie Ökonomie, die ja offenbar über allem steht. Das erklärt wahrscheinlich auch das Wahlmännersystem in den USA. Und glaubst du, dass also durch diese kapitalistischen Strukturen, diese autoritären Strukturen entstehen, die dann, du sagst ja, dass also diese autoritären Strukturen wiederum nicht entstünden oder dass der Drang oder der Hang zu rechten oder besser gesagt lebensfeindlichen Ideologien, wie wir später jetzt noch erklären werden, im Prinzip davon abhängt, ob diese autoritären Strukturen oder diese autoritären Familienstrukturen, wie sie du gerade eben beschrieben hast, überhaupt da sind. Und wenn das als Voraussetzung nicht da ist, dann kommt es auch nicht zu diesen, nennen wir es mal, Auswüchse oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ja, also ich meine, ganz vereinfacht gesagt, psychisch gesunde Menschen würden nie in einem faschistischen System leben wollen, oder wenn sie es müssten, würden sie darunter fürchterlich leiden. Also sie könnten dem jedenfalls nie zustimmen, könnten allerdings auch nicht in einem stalinistischen System Ja. leben, ne? Und damit gut klarkommen. Ja? Das heißt sozusagen, wenn wir alle, ich meine, Auch das im ist jetzt ein DDR-System würden sie nicht wirklich glücklich werden. Nee, zweifellos nicht. Aber es heißt sozusagen, es ist natürlich jetzt eine blanke Utopie, aber ich denke, also dahinter steckt eine Utopie, aber die Aussage ist keine, das ist einfach klar. Ich glaube, wenn wir könnten auf den Knopf drücken und alle Menschen wären plötzlich psychisch gesund, dann gäbe es keinerlei Gefahr mehr, dass noch irgendein faschistoides System irgendwie entstehen könnte, weil diese Menschen würden ein solches System niemals akzeptieren, geschweige denn herstellen und tragen. Ja. Aber das System, in dem wir eben uns befinden, züchtet eigentlich, also das habe ich versucht, im Ankündigungstext zum Ausdruck zu bringen, züchtet diese Charakterstrukturen, die dann wiederum dieses System erhalten. Also, oder anders ausgedrückt, das System bringt charakterliche Strukturen oder unterstützt charakterliche Strukturen, die es selbst erhalten. Ne? Genau, das ist ja gerade eben das, was, also einer der Punkte, der mich an der Massenpsychologie und überhaupt an Wilhelm Reichs gerade frühen Arbeiten so fasziniert, dass da kein Raum dafür ist, einfach, wie vorhin schon gesagt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ne? Auch nicht zu sagen, einfach die bösen Kapitalisten, ja, sondern dass er ganz klar sagt, im Grunde, das System nimmt Einfluss auf die Sozialisation, auf die Kinder, auf die Erziehung, auf all das und schafft sich Untertanen oder Angehörige des Systems, die zu dem System passen und dieses System erhalten und dann freiwillig in dem System in aller Regel auch mehr oder weniger mitmachen. Ja, also insofern kann man nicht sagen, das böse System und die gute Bevölkerung, oder man kann auch nicht sagen, die böse Führung und die netten, lieben Menschen unten an der Basis, sondern im Grunde ist es ein Wechselspiel. Natürlich haben nicht alle dieselbe Macht. Also klar hat ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin eine völlig andere Machtfülle, Verantwortung, insofern auch Möglichkeit, schuldig zu werden als meinetwegen der einfache Bürger. Das stimmt schon. Aber ohne dass all diese einfachen Bürger
das System, so wie es ist, im Wesentlichen befürworten und tragen würden, und sei es spätestens durch Steuerzahlen, könnte das System natürlich nicht funktionieren. Ja, und diese Erkenntnis hat Reich damals eben erstmal grundsätzlich gehabt und hat sie dann eben auch auf das Entstehen des Faschismus angewandt und hat eben gesagt, Hitler ist nicht das Problem. Ja. Irgendein Hitler findet sich schon, sozusagen. Das Problem sind die massenhaften Strukturen von Menschen, die einer Person wie Hitler hinterherlaufen und die nahezu darum bitten, dass es irgendeinen Hitler gibt, der sie dann führt. Und das ist ein wesentlicher Punkt, ne? Weil es, die Aussage ist jetzt also nicht, ja, da gab es diesen Verführer und dann, dem sind dann alle nachgelaufen und der ist so schuld, der ist böse und deshalb sind dann alle böse geworden, sondern es war einfach da und er hat quasi nur dieses Potenzial genutzt, das da war, dieses negative Potenzial, ne? Aber das Problem ist, dass das negative Potenzial da ist. Genau. Ich meine, man muss jetzt also natürlich dazu sagen, jeder versucht, so ein komplexes Phänomen wie Faschismus aus einem einzelnen Punkt heraus, sei ja noch so wichtig zu erklären, geht immer in die Irre. Ne? Natürlich haben Machtstrukturen, die da waren, Konzerne, Parteien, alles Mögliche auch eingewirkt, internationale Zusammenhänge, und haben damit dazu beigetragen, dass Hitler dann an die Macht kommen konnte und sich da auch so gut halten konnte. Ja. Das ist schon korrekt. Das ist nicht einfach sozusagen, die Volksmassen haben ausschließlich demokratisch abgestimmt und dann war Hitler oben. Das wäre jetzt sehr, sehr naiv. Ne? Das meine ich nicht. Ne? Ja. Und wichtig ist natürlich auch die Aussage, die da in einem Buch trifft, also dass also Terror und Mord sich ebenso mit dem Alibi rechter wie linker Ideologien verüben lassen. Und die Geschichte hat es ja gezeigt. Also jetzt einfach nur, die Ideologie selbst schützt auch nicht davor, ne? Weil alles lässt sich missbrauchen und bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln. Ne? Genau, ich meine, ich habe ja in dem, hast du ja auch gelesen, ich finde es auch ganz schlagend, also wenn du dir anguckst, ne, ja, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, ja, waren die links, waren die rechts, auf, keine Ahnung, ja, aber auf jeden Fall waren sie Massenmörder, ne? Und insofern ist eben Ideologie ist erstmal, glaube ich, was relativ Äußerliches. Du kannst eben auch für einen Frieden sein und in deinem Friedenskampf mit einer Keule in der Hand einen anderen auf den Kopf hauen, weil der nicht für einen Frieden ist, ne? Also insofern ist es schon natürlich wichtig zu gucken, wofür ist jemand, aber es ist auch wichtig zu gucken, was steckt dahinter für eine Persönlichkeitsstruktur, um was geht es ihm eigentlich, wenn man das rauskriegen kann, ne? Und da ist es eben so, dass ich eben destruktiv, wenn es stimmt, ich gehe halt davon aus, dass dieses destruktiv gemacht werden für uns alle eine Rolle spielt, dann suchen wir uns eben unterschiedliche Methoden, um mit dieser angestauten Destruktion irgendwie klar zu werden. Wie gesagt, ganz viele richten sie gegen sich selber in Form von zum Beispiel Depression, was ja eigentlich Autoaggression ist, ne? Hat schon Sigmund Freud festgestellt und ich denke, das trifft zu. Andere nehmen sich verschiedenste Ideologien und Alibis und kommen deswegen auch zu unterschiedlichsten Feindbildern. Meinetwegen 1933 hochgradig natürlich in Deutschland die Juden, ne? Jetzt hochgradig in Deutschland Flüchtlinge, ne? Wichtig ist, es müssen dann Schwächere sein, wo man nicht wirklich Angst haben muss. Und wichtig auch ist, man kommt nicht mit den staatlichen Autoritäten zu sehr irgendwie in Probleme, denn davor hat man ja Angst, weil man ja autoritär erzogen wurde, ne? Und das ist ja. Na, das finde ich recht interessant, auch in deinem Buch, die Aussage, dass also man revoltiert gegen eine autoritäre Struktur oder gegen innerhalb einer autoritären Struktur revoltiert man, weil man die Führung als zu schwach empfindet und man sich aber nach einer starken Führung sehnt, ne? Ja, also ich meine, das sind auch, also erstens scheint es mir logisch und nachvollziehbar, dass es so läuft, aufgrund dieser massenhaften Strukturen, ne? Und außerdem ist auch das also auch ein Ergebnis, also einfach natürlich von Umfragen, aber eben man kann es ja auch hören, im Grunde, natürlich sind zum Beispiel Leute wie, also nicht Leute wie, das ist jetzt zu verallgemeinert, aber viele, die bei Pegida mitlaufen haben, kritisieren, ja, weiß man ja, eben auch die BRD-Regierung. Und dafür gibt es natürlich gute wie schlechte Gründe, also gibt zutreffende Gründe, Sachen, die man da wirklich kritisieren muss, meiner Meinung nach, und andere, wo die Gründe an Haaren herbeigezogen sind oder einfach daneben sind. So, aber sie kritisieren eben die deutsche Regierung nicht,
In der Hinsicht, dass sie grundsätzlich sagen, oder jedenfalls viele von denen machen es nicht, dass sie grundsätzlich sagen, wir wollen mehr Selbstbestimmtheit, wir wollen sozusagen letztendlich eine wirklich größere Demokratie, sagen durchaus auch manche. Aber der Tenor ist ganz offensichtlich der, diese Regierung hat uns enttäuscht. Wir wollen weiter autoritär geführt werden, aber eben nicht von Angela Merkel oder nicht von jemandem, der die Flüchtlinge ins Land lässt. Ne? Wir brauchen anderen und ganz offenbar ist es so, dass viele sagen, wir brauchen einfach einen, der im Grunde noch offener, autoritärer ist und härter durchgreift nach außen, gegen Flüchtlinge, gegen Fremde. Ne? Also man hofft dann, dass die anderen erwischt und man selbst dann irgendwie dann mitschwimmt und nach oben poppelt. Ich weiß nicht, ob das so bewusst läuft. Weißt du, ja, da wäre ich vorsichtig. Ja. Das klingt jetzt sehr, sehr taktisch, was sehr, sehr mal sehr taktisch überlegen, ja, und systematisch so irgendwie vorgehend. Also das würde ich jetzt gar nicht so erwarten. Ich glaube schon, dass viele von denen tatsächlich glauben, was sie sagen. Wer sind jetzt denen? Also ich meine, dass das nicht jetzt. Ich glaube, dass Leute, die zum Beispiel jetzt also ohne Pegida jetzt zum Beispiel grundsätzlich irgendwie von vornherein schon gar nicht irgendwie als faschistisch oder so oder ja, zu verteufeln zu wollen. So einfach ist ganz sicherlich nicht, ja. Glaube ich auch nicht, ne? Ne? Aber dass die Leute, meine ich, dass da wahrscheinlich wenig Leute dabei sind, die sich sozusagen einen Plan zurechtlegen, wie kann ich irgendwie meiner Führung am besten in den Hintern kriechen, ne, und am besten mit meinem Hintern an die Wand kommen und deswegen werde ich mal das und das jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass das so läuft, sondern ich glaube, die artikulieren zum größten Teil, was viele von ihnen schon seit sonst wann gedacht haben. Und was sie jetzt eben, das ist, glaube ich, nur die neue Qualität offener. Oder sogar eben ganz öffentlich aussprechen. Aber hinter den Motiven, AfD oder Pegida oder also AfD zu wählen, viele davon sind ja absolut nachvollziehbar und legitim. Ja, also gut, das ist zum Beispiel eine spannende Frage. Ich habe, also möglicherweise habe ich da was übersehen, aber ich habe mir Mühe gegeben, was die AfD, also diese Alternative für Deutschland betrifft, zu gucken, ob ich irgendwo was finde, eine soziologische Untersuchung, die wirklich umfassend dazu Stellung nimmt, welche Motive dazu, Menschen dazu bringen, die AfD zu wählen. Was ich finde oder was ich gefunden habe, mehrfach, sind Belege dafür, dass eben unter den Wählern der AfD in einem ganz hohen Maße rechte und rechtsextreme Positionen bis zu einem Viertel der Leute vertreten sind. Das ist eine ganz alarmierende Geschichte. Das sagt natürlich was über die Partei aus. Kein Wunder, ne, mit Leuten, die an der Spitze wie Frauke Petry, die also zum Beispiel völkisches Gedankengut wiederbeleben wollen und so, ja, ist klar. Aber 25%, die rechtsextrem sind, bedeutet ja gleichzeitig 75%, die es nicht sind. Was treibt die denn an? Ja, welche Motive haben die denn? Und dazu habe ich, wie gesagt, vielleicht liegt es an mir, aber ich habe dazu keine Analyse gefunden. Die meisten Aussagen sind, das sind eben irgendwie Protestwähler. Ja, naja, das Ja, ist. da gibt es jetzt ein interessante Rückmeldung im Chat. Der Grund ist doch, dass Probleme nicht mehr angesprochen werden in der Politik. Es wird schönes Wetter gepredigt, obwohl es regnet. Ja, also ich würde mich eben auch da nicht darauf festlegen wollen, dass das der Grund ist, ne? Aber ich, wie Aber gesagt, das ist doch einer der Gründe wohl, oder? ja, ich denke, für viele ist es ein Grund. Für viele ist es ein Anlass, weißt du? Das ist so die Ja. spannende Frage, was ist Anlass, was ist Ursache? Ich denke ja, die Ursache oder eine ganz wesentliche Ursache ist eben jene Charakterstruktur, jene neurotische, von der wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben. Nur auf der Basis ist vieles zu erklären. So. Aber andererseits ist natürlich so, dass die Art und Weise, wie in Deutschland mit Medien umgegangen wird, wie sich Politiker verhalten, wie zum Beispiel versucht wird, TTIP und CETA durchzudrücken, ja, Ja. ne, das ist sowas von demokratiefeindlich und erschütternd, dass natürlich wirklich viele gute Gründe da sind oder die steigende Kriegsgefahr, die NATO, die immer mehr im Grunde zum Angriffswerkzeug gemacht Ja. wird, ja, ne, also Absolut. das. Das ist auch, das ist das einzig Positive, das ich an Trump abgewinnen kann, eigentlich, dass er nicht von vornherein jetzt gegen Putin wettert und gegen Russland und NATO ausbauen und so. Ja. Wer weiß, was er dann wirklich macht, aber ja. Ja, genau. Wer weiß, was er wirklich macht. Also, ne, aber ja, gut, das ist nochmal wieder ein anderes Thema, ja.
Also insofern will ich einfach sagen, es ist mit Sicherheit auch bei Pegida, auch bei vielen AfD-Wählern eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Motiven, wie sie eben für die allermeisten von uns Erwachsenen kenntlich typisch sind, ne? Wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, 80% der Deutschen haben zumindest einzelne fremdenfeindliche Auffassungen. Ja? Wer kann da noch von sich dann wirklich, wie viele können sich von sich behaupten, dass sie gar nicht von solchen fremdenfeindlichen, inklusive angeblich Fremden wie Homosexuellen oder Sinti und Roma oder ja, vielen anderen gar nicht angekränkelt sind. Das dürften wirklich die allerwenigsten sein, wenn Menschen genau in sich hineingucken. Was wirklich interessant ist zu beobachten, ist, dass ja Menschen, jetzt dieser viel zitierte kleine Mann, den ja Reich auch ausführlich beschrieben hat, vor allem in seiner Streitschrift der Rede an den kleinen Mann, die ich zum wiederholten Maße empfehle zu lesen. Und diese Menschen wählen dann Parteien und Personen, die gegen ihre, in Wirklichkeit gegen ihre Interessen agieren. Ja? Also zum Beispiel, wenn man jetzt als sage ich mal, Arbeiter und als ja, sicher sehr geschröpfter und benachteiligter Arbeiter in vielen Regionen in den USA Trump wählt und der holt dann einen von, ich glaube, von McDonald's oder so als seinen Arbeitsminister, der also gegen den Mindestlohn und so weiter auftritt. Also exakt gegen die Interessen derer agiert, die ihn aber massenhaft gewählt haben. Das ist wirklich schwer nachzuvollziehen, oder? Naja, eben, oder beziehungsweise es ist nur nachzuvollziehen, wenn man diese psychosozialen Aspekte, eben diese Sozialisation mit einbezieht. Also ich Ja, meine, das ist ja eben eine genau. spannende Sache, auf die schon Reich eben auch damals hingewiesen hat. Er hat eben auch gesagt, die Linken damals, aber es ist heute eben nicht viel anders, sagen eben als Erklärung für rechte Tendenzen, naja, der Faschismus oder die Faschisten haben eben die Realität vernebelt und haben Sachen verzerrt dargestellt. Aber hat Reich schon damals gesagt, ja, na, hey, das ist doch die Funktion des Faschismus, ja. Ne? Die Frage ist doch nicht, wieso, ob die das machen. Die Frage ist, wieso dieser Unsinn ankommt. Ja. Ne? Und er hat eben beispielsweise darüber geschrieben, dass wirklich Hitler zur selben Zeit, im Grunde in derselben Zeitung, und das konnte auch in Deutschland jeder Arbeiter lesen, auf meinetwegen Seite 1, dem Adel irgendwelche Angebote gemacht hat oder eben gesagt hat, er wird Streiks unterdrücken, und auf Seite 5 oder sowas im Völkischen Beobachter zum Beispiel stand dann eben heraus zum 1. Mai und ja, ne, wir halten die Tradition der Arbeiterklasse aufrecht oder sowas, ne? Also nicht wörtlich, ja. Also und sagt, das stand doch da drin. Warum lesen die Leute nicht vorne und hinten, ja? Warum sind sie so, dass sie diese Sachen nicht, die sie selber rauskriegen könnten, oder was heißt rauskriegen, die sie einfach wahrnehmen könnten, dass sie die wirklich auch tatsächlich wahrnehmen und entsprechend werten? Und da glaube ich, wie gesagt, kann man das nur erklären, hat er ja auch gemacht, eben gesagt, wir werden eben im Grunde von Geburt an so psychisch verunstaltet, zugerichtet, ja, tendenziell, dass diese Realität für uns, dass es sehr schwer ist, für uns schwer aushaltbar ist, diese Realität wahrzunehmen. Ja, Wir haben das, ja. gelernt, uns unterzuordnen, wenig Fragen zu stellen. Wir haben gelernt, dass wir mit unserer Kritik nicht durchkommen, dafür bestraft werden oder zumindest dann vielleicht Liebesentzug, Zuwendungsentzug erleiden. Das ist alles tief drin und unbewusst wirkt es in uns weiter, obwohl wir dann eben keine Kinder mehr sind und wir verhalten uns eben, und das ist kein plattes Psychologisieren, meiner Meinung nach, sondern eben bittere Realität. Wir verhalten uns dann als Erwachsene im Prinzip sehr ähnlich dem gegen, also wie wir uns in der Kindheit gegenüber Eltern verhalten haben, dann später gegenüber Politikern oder überhaupt gegen Leute, die über uns stehen in irgendwelchen Hierarchien. Wir stellen die im Grunde nicht in Frage. Wir wollen es nicht. Es macht zu viel Angst. Es ist bestraft worden. Wir dürfen es nicht. Also lesen wir eben nur Seite 1 und nicht Seite 5 meinetwegen oder so. Ja, aber bei Trump war es noch viel schlimmer. Ich habe da Reden gehört, wo er sich innerhalb von 4 Sätzen selbst widerspricht. Er sagt was, dann weist ihn der Reporter darauf hin, dass das aber irgendwie doch ein bisschen schwierig wird. Und er rudert sofort zurück und behauptet das Gegenteil. Und das ist völlig wurscht. Es ist egal. Er sagt einfach, was immer irgendwer irgendwo hören will und kommt durch damit. Das ist Naja, absolut erstaunlich.
Also es ist vielleicht Und irgendwo egal, es ist vielleicht sogar aber irgendwie gewünscht, weißt du? ja, Also aber indem er so ist, ist er doch sozusagen einer von uns. Wenn du da oben zum Beispiel jetzt jemanden hättest, der sehr klug ist, der richtig reden kann, den du beim Denken zusehen kannst, also ein Intelligenzler, da würden ganz viele sagen, um Gottes Willen, was ist denn das für einer? Ja? Aber einer, der die Sätze nicht unbedingt zu Ende bricht, der sich widerspricht, der Probleme aussitzt, wie zum Beispiel Angela Merkel hierzulande, ne? Der ist ja in der Hinsicht sozusagen von der Persönlichkeitsstruktur, wenn du so willst, viel volksverbundener. Ja, Ne? also Aber Angela ich meine, Merkel ich ist eine sehe. hochintelligente Frau, aber okay. Nee, das Volk ist ja auch nicht, das Volk ist ja nicht doof, Ja. weißt du? Darum geht's ja nicht. Also, Ja. das ist, ich glaube, gibt sowieso ganz wenige wirklich dumme Menschen, ja. Das ist nicht der Punkt. Aber sozusagen diese Charakterstrukturen, die Leute in sich selber haben, die wollen sie am liebsten auch in der Führung sehen. Also es hat nichts mit Ja. Intelligenz, mit intellegere Verstehen, also mit der Fähigkeit, Dinge, komplexe Sachverhalte nachzuvollziehen, das ist eigentlich, sondern ja, mit dem, wo eigentlich die, jetzt suche ich nach dem Wort, ja, einfach die Sozialisierung, die Menschen hinführt. Ja. Also im Prinzip quasi übertrumpft dann diese Sucht oder dieses Suchen nach jemandem, der einem das sagt, was man hören will, die schlägt alles. Ja? Sämtliche Ratio oder sonst irgendwas, das wird alles über Bord geworfen. So. Genau, und das meinte ich, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, es hat gegeben, es liegt auch nicht zuletzt daran, dass damals, also die Frage stand ja eine Zeit lang, in Deutschland nicht Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat wurde oder nicht Bundeskanzler wurde, ne? Ich glaube, der ist einfach nicht nur zu klug, sondern dessen Klugheit und dessen Bildung und dessen Fähigkeit, Sachen zu durchdringen und eben auch kritische Sachen zu benennen, war einfach zu groß. Ja, Helmut Kohl war einfach der gemütlichere Typ sozusagen, dem man nicht so viel irgendwie, ich glaube, der kam einem bekannter vor sozusagen, ja. Reich hatte auch um wieder zurückzukommen, hatte er sehr differenzierte Sicht auf NS-Anhänger. Ne? Also er hatte ja auch nicht über einen Kamm geschoren. Und er hat vor allem auch die versucht, zumindest die Stärken des Nationalsozialismus richtig einzuschätzen. Weil das ist ja immer, man unterschätzt es ja immer völlig. Ne? Ja, und eben eine der Stärken, also die für Reich natürlich auch besonders wichtig war oder jetzt hier auch in unserem Gespräch, ist natürlich genau die, dass in einem sehr viel direkteren und intensiveren Maße die NSDAP die Leute da abgeholt hat, bei dieser Charakterstruktur, als andere Parteien, ne? Also wenn Leute erstmal massenhaft destruktiv gemacht werden und dann kommt ein Führer und sagt, wir haben hier ein Feindbild, ne? In dem Fall die Juden oder meinetwegen auch die Kommunisten, ne? Und da habt ihr jetzt sozusagen gute Gründe, eure ganze angestaute Frustration und Wut an denen auszulassen, ne? Und außerdem für euer schon in der Kindheit geschädigten Selbstwert biete ich euch einen Ersatz an in Form des großen Deutschlands, was irgendwie mal die Welt regieren wird oder zumindest Europa, ne? Dann hat das neben, ich schaffe euch Arbeitsplätze und was er alles erzählt hat, ja, natürlich für Leute, die entsprechend neurotisch gemacht worden sind, was sehr faszinierend ist. Und Reich hat ja auch den Faschismus und den Stalinismus irgendwo gleichgesetzt, zumindest in ihren Auswirkungen dann oder so, wie sie dann agiert haben. Und jetzt, wenn man dieses alte Schema links und rechts hernimmt, ja, da gibt es ja sehr viele Warte mal, Stimmen. vielleicht mal, muss noch mal, vielleicht, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ach, ne, ich meine, du weißt es ja, ich will es einfach noch mal genauer sagen. Also, er hat natürlich diese beiden Systeme in dem Sinne jetzt nicht wirklich völlig gleichgesetzt, aber er hat sich ja vor allem mit diesem psychosozialen Aspekt, mit den Charakterstrukturen auseinandergesetzt, Genau, ne? ja. Und da war er eben der Meinung, und da spricht ja auch eine Menge dafür, sag mal, was diese Destruktivität betrifft, ja, gibt es da im Grunde dann unter wirklich so unterdrückenden und massenmörderischen Systemen, da gibt es dann kaum noch einen Unterschied. Natürlich war ihm trotzdem klar, dass Stalin einen anderen Hintergrund hat in Ja, der vieler Hinsicht als Ausgangspunkt ist völlig Hitler, ne? anderer. Ne? Der Ausgangspunkt Ja. es könnte anders nicht sein, aber sie enden dann irgendwo im selben Schlamassel. Genau, und deswegen hat er dann eben in späteren Werken dann vom Faschismus ob rot oder braun gesprochen, ne? Ja. Und das führt mich jetzt eben auch ein bisschen so zu dieser Frage links und rechts, ja, dieses Links-Rechts-Denken. Das
würde vielleicht jetzt auch einmal, bedarf jetzt auch irgendwo einer Definition. Kannst du für dich, was für dich links und was für dich rechts bedeutet, kannst du das für dich definieren? Nee, nicht mehr. Also ich habe mich, ich meine, ich habe mich lange in der DDR für also ohne drüber jetzt weiter dann auch noch zu reflektieren, es war mir sozusagen selbstverständlich und ich fand es auch gut so, eben für links gehalten, aber ich habe eben auch über solche Begriffe gar nicht weiter nachgedacht, habe mir das gar nicht zugestanden. Ne? Und je mehr ich dann eben nach der DDR-Wende angefangen habe, darüber auch nachzudenken, desto mehr habe ich gemerkt, diese Begriffe an sich, glaube ich, führen nicht weit. Ja. Also, weil ich glaube, es kann eben nicht anders sein, weil es wirklich letztendlich um eine Raumaufteilung geht. Und insofern müssen diese Begriffe immer willkürlich irgendwie gefüllt werden. Ne? Und insofern kannst du da alles Mögliche reinpacken und genau dasselbe passiert auch. Ja, ne? Und insofern, sag mal, ich habe sicherlich, also ich finde, wenn man das jetzt bei dieser Einteilung bleibt, dann werde ich weiterhin unter Leuten, die sich für links halten, sehr viel mir sympathischere Ideen finden, als unter Leuten, die sich ausdrücklich also als rechts einordnen. Okay. Aber das ändert nichts daran, dass es schwammige Begriffe sind und dass man die ersetzen sollte, denke ich, durch Begriffe, die das Wesentliche transportieren, vielleicht daran auch, was am Linkssein gut ist. Sein kann. Ne? Wenn man das auf einen Nenner bringen will, du hast es ja auch schon genannt, finde ich, kann man sich bedienen bei Erich Fromm und bei Wilhelm Reich, die beide die Einteilung verwendet haben in lebensbejahend und lebensfeindlich. Mhm. Ist mir klar, das spricht sich nicht so gut. Man kann keine Partei gründen, die so heißt, ja, wahrscheinlich oder so, ne? Aber warum das ist nicht? Pragmatisch. Die lebensfreundlichen finde ich super. Die lebensbejahenden, ne? Ja, also, aber ich finde, das ist zweitrangig, ne? Es geht erstmal darum, sag mal, welche Flagge bietet man denn an, die möglichst selber schon einen Inhalt hat und natürlich dann immer noch konkret gefüllt werden muss, aber die selber schon eine Aussage in sich hat und lebensbejahend ist eine Aussage an sich. Ja, Ebel schreibt da interessantes oder bezeichnendes Zitat da im Chat. Wie gesagt, liebe linke Freunde, wenn ihr so weitermacht, dann wird Europa islamisch und dann könnt ihr euren sogenannten liberalen Werten gut beisagen. Hi, hi, hi. Ich weiß nicht, warum man sich darüber freut oder sie, aber trotzdem. Ja, müssen wir das jetzt kommentieren oder? Keine Ahnung, wenn du es kommentieren möchtest, dann kannst du das, du musst nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja. Es ist interessant, dass also die Alternative ist nur entweder, also viele sehen das so, entweder wir wären jetzt diktatorisch oder islamisch, wobei islamisch auch diktatorisch ist. Also für mich wäre da nicht viel Unterschied. Ich weiß gar nicht, was man da lieber wäre. Vielleicht, könntest du nicht sagen. Könntest du sagen? Nee, wir müssen es doch aber diese Art von Zweiteilung von anderen nicht drücken lassen in unserem Denken. Also ich glaube, das ist eben. Gott sei Dank nicht, ne? Nee, ne? Und es geht insofern doch, also von dem, was wir wollen und warum wir jetzt auch diese Sendung machen, eben darum, um was Drittes, ne? Also darum rechte Tendenzen, die ja ganz deutlich sich zuspitzen, zurückzudrehen, aber sie auch zu verstehen und auch vielleicht eben irgendwie zu kapieren, dass in diesem Rechtssein sich pervertierte, aber gesunde Bedürfnisse eben auch zeigen. Das hat ja eben auch schon Reich gesagt. Ne? Also dass man jetzt nicht einfach sagen kann, das sind an sich böse Menschen, ja, sondern dass man genau gucken müsste eigentlich, was treibt die an? Warum finden sie diese Art von Lösung? Warum finden sie keine anderen? Ne? Gegen wen wenden sie sich eigentlich? Da würde man sicherlich vielfach darauf kommen, dass sie eigentlich schon Probleme haben mit ganz anderen Autoritäten, nämlich aus ihrer Kindheit. Ja. Also insofern, glaube ich, muss man da dringend versuchen, differenziert ranzugehen. Links bedeutet Solidarität und Gleichberechtigung der Arbeiterklasse gegenüber dem Kapital. Eine andere Meldung aus dem Chat. Würdest du das schon unterschreiben? Höchstens, wenn es mir nochmal vorliest, weil das links bedeutet Solidarität und Gleichberechtigung der Arbeiterklasse gegenüber dem Kapital.
Ja, also es ist eben, also es ist eine von 35.000 Definitionen. Aha, ja, okay. Ne? Also ich Genau. meine, ich bin für Solidarität mit Sicherheit. Ja, also ich würde sie allerdings nicht nur so auf die Arbeiterklasse. Ist sowieso eine Frage, was das heute noch ist und wo die endet. Beschränken. Ne? Vielleicht sollte man auch mal drüber nachdenken, dass zum Beispiel in aller Regel Kinder nicht zur Arbeiterklasse gehören. Wollen wir die vielleicht auch mit einbeziehen? Ne? Schon da klappt es dann nicht mehr so einfach nur mit Klassendenken. Gegenüber dem Kapital, ja, was denn dem Kapital? Das ist irgendwie Geld, das ist Besitz, ja, solidarisch gegenüber dem Kapital. Also es ist erstmal eine unklare Formulierung, denke ich, an der Stelle. Und das andere ist, wenn wir jetzt statt Kapital vielleicht eben Kapitalisten nehmen, falls das gemeint ist, denke ich eben auch, so einfach ist es nicht. Es kann keiner Kapitalist werden, wenn wir uns nicht ausbeuten lassen, wenn wir nicht konsumieren, wenn wir nicht irgendwie auch froh darüber werden, dass andere Leute für uns bestimmte Macht übernehmen und uns dann eben auch rumschubsen oder uns auch manipulieren. Ja, also einfach so, wie gesagt, wir gute Bevölkerung und die bösen Kapitalisten, also geht mit Reich und auch mit mir, also nach mit meinen Ansichten nicht über, stimmt nicht überein. Du siehst aber auch Kapitalismus eindeutig als negativ. Nicht so wie viele Stimmen, die zum Beispiel sagen, ja, also Kapitalismus ist im Prinzip ja relativ neutral und kommt halt darauf an, was man draus macht. Aber wir leben hier ja gar keinen Kapitalismus mehr, ne? Durch die Leitwirkung der Zentralbanken und durch dieses ganze Ungleichgewicht, das da geschaffen wird, bla bla bla, hat das alles mit Kapitalismus nichts mehr zu tun, aber sonst wäre er eh super. Aber du sagst, nein, Kapitalismus ist prinzipiell einmal ein ziemliches No-Go. Naja, was heißt No-Go? Also nee, das sage ich glaube ich so nicht, weil ich meine, wir sind ja jetzt mittendrin und man kann ja auch nicht sagen, als ob dieses System nur schlecht ist oder so. Das ist ja alles, das stimmt ja auch nicht, ne? Und sicherlich ist diese Art von Kapitalismus, die wir jetzt haben, natürlich wiederum gegenüber dem auch kapitalistischen System des Dritten Reiches um Längen besser hier in Mitteleuropa, ja. Also insofern, No-Go ist mir dann doch zu platt oder zu pauschal. Ich denke nur, dass eben. Also alle Gesellschaftsordnungen, in denen Menschen unterdrückt werden, von sich selber entfremdet werden, zu ihren gesunden natürlichen Bedürfnissen nicht stehen können oder die eben irgendwann schon gar nicht mehr merken, letztendlich natürlich den Menschen schaden und insofern verdienen, dringend verändert zu werden. Und dazu gehört dann auch der Kapitalismus, in dem ja einfach durch die Tatsache, also ich wüsste nicht, wie man Kapitalismus sonst definieren sollte, dass eben Einzelne über Privateigentum an Produktion verfügen, an Produktionsmitteln verfügen und das eben auch dann verwenden, um Macht zu haben über andere und bestimmte Prozesse in höherem Maße zu steuern, als eben die Leute, die dann als sogenannte Arbeitnehmer dann für sie arbeiten, sodass dieses System immer auch was Ungerechtes hat und Ungerechtigkeit produziert eben auch Protest, stillen oder lauten. Na, und wenn zu dem Protest dann noch diese destruktive Charakterstruktur hinzukommt, dann hast du eben schon da eine ziemlich explosive Mischung. Ja? Und die einen meinetwegen tragen ihren Frust darüber, dass sie sich auf Arbeit irgendwie ducken müssen, oder dass andere Leute bestimmen, wie oft sie in einer Stunde auf welchem Hebel drücken müssen und so weiter, eben nach Hause und, weiß ich nicht, prügeln ihre Kinder, andere besaufen sich, andere nehmen Drogen, manche arbeiten sich zu Tode, ja, und noch andere gehen dann meinetwegen auf die Straße und meinen, das Problem liegt bei irgendwelchen Flüchtlingen. Aber dahinter stehen eben auch immer sehr, sehr legitime Bedürfnisse, Wünsche und Missstände, auf die man hinweisen möchte. Und wir haben es auch am Anfang schon mal angesprochen und jetzt auch wieder ein bisschen auf dieses Rechts-Links-Geplänkel noch einmal zu kommen. Der Schulterschluss für den Frieden, also wie gesagt, einer der wenigen Dinge, die ich jetzt an Trump irgendwie ein bisschen positiv finde, dass er da zumindest nicht sofort auf diesen Wagen aufhüpft und an Putin da jetzt auf den losgeht. Er geht dafür auf die Chinesen und die Iraner los, also gut. Aber egal. Aber der Schulterschluss für den Frieden über Ideologiegrenzen hinweg wird dann zum Beispiel in dieser anderen
in diesem anderen extremen Denken jetzt, als, also in dem Fall jetzt linken extremen Denken, als Querfront angesehen und als was Negatives im Prinzip. Ja, also da gab es diese Montag-Demos in Deutschland, wo sich eigentlich alle zusammengefunden haben und gegen die NATO-Osterweiterung und so weiter protestiert haben und die kamen dann unglaublich unter Beschuss. Ja, ich weiß. Ja, also, weißt du, da kann ich mich wahrscheinlich auch bloß nochmal wiederholen. Also ich denke, dass also wir müssen die Gesellschaft verändern. Wir müssen für mehr Demokratie, sollten versuchen, für mehr Demokratie zu sorgen, für viele Veränderungen, die anstehen. Aber dazu müssen wir erstmal am Leben bleiben. So, und nach einem dritten Weltkrieg muss man über irgendwie mehr Demokratie nicht mehr nachdenken für die nächsten, also entweder nie wieder oder eben für die nächsten 100 Jahre oder so irgendwie, ja. Das heißt, ich glaube, es muss Priorität haben, tatsächlich sich für Frieden einzusetzen. Und wer dann kommt und sagt, der hat jetzt für mich die falsche Ideologie, ja, und deswegen werde ich mit dem, obwohl er es ehrlich meint, nicht gemeinsam für den Frieden demonstrieren, der macht aus meiner Sicht zutiefst was falsch. Ja, also deshalb, natürlich, man muss sich gegen wirkliche, also extreme, dann wirklich unbelehrbare, nicht mehr erreichbare Rechtsextreme, muss man sich wehren und sich abgrenzen. Aber das würde mich bedeuten, wirklich extrem. Extrem ist ja nicht mehr zu steigern. Extrem sind dann eben Leute, die wirklich sagen, also oder die deren Vorstellung von Frieden wirklich ausschließlich sein kann, vorher bringen wir alle um oder versklaven die uns nicht passen, ne? Alle Fremden, alle meinetwegen Nicht-Arier, ja, also je nachdem, welches Schema gerade angewandt wird. Und was dann noch übrig bleibt, ne, die können dann friedlich leben. So, und wer so denkt, ne, von dem kann man nicht anders als sich abgrenzen, das ist klar. Aber nochmal, 80% der Deutschen haben einzelne fremdenfeindliche Anteile in ihren Einstellungen. Wenn du jetzt sagst, ich kämpfe für den Frieden ausschließlich mit Leuten, die keine einzelnen fremdenfeindlichen Einstellungen in sich haben, ja, dann sagst du von vornherein, ich schließe die allermeisten aus. Und im Grunde unterstellst du denen dann auch, und ich denke zu Unrecht, die können ja dann auch gar nicht für den Frieden sein. Also wer zum Beispiel sagt, wir dürfen Asylanträge nicht großzügig behandeln, ne? Der ist ja dann sozusagen halber Faschist schon angeblich. Und dann kann ich mit dem natürlich auch nicht für den Frieden zusammen demonstrieren. Das halte ich für ausgemachten Quatsch. Ich finde, richtig ist, sich dann mit dieser Haltung von demjenigen auseinanderzusetzen, die ich auch ablehne. Ich bin für Großzügigkeit eben beim Umgang mit Asylanträgen. Aber nicht deswegen zu sagen, mit dir gehe ich nicht auf die Straße und demonstriere mit dir zusammen für den Frieden. Ja, also lass uns streiten an den Punkten, wo es nötig ist, und lass uns gucken, was auch miteinander geht von Sachen, die uns sinnvollerweise verbinden. Apropos streiten, wieder ein Chat-Kommentar. Ich hätte gern von dem Psychologen, das bist nämlich an du, erfahren, okay, warum ich nicht in meiner eigenen Kultur leben darf und das dann rechts ist zugleich schlecht. Wie war der Schluss? Ist zugleich schlecht? Ja, also warum es dann rechts ist, wenn er in seiner Kultur leben möchte und das dann gleichgesetzt wird mit schlecht. Ich ist jetzt sicherlich wäre die Frage, was die eigene Kultur ist, ne? Also wie man eigene Kultur versteht. Genau, ich denk, guter Punkt, ja. Na, also weil ich wüsste jetzt gar nicht, was dagegen spricht, in einer eigenen Kultur zu leben. Und ich gar nichts, wir tun das alle. Wir tun das sowieso. Ja. Nur die Kultur ist halt nichts Starres. Ne? Nee. So würde ich jetzt sagen, aber keine Ahnung. Ja, ja, weil es ist so, denke ich, so an der Realität vorbei, wenn man sich aber anguckt, meinetwegen, wer aus was für Personen, welcher Nationalitäten und welcher Hintergründe das deutsche Volk meinetwegen besteht. Ne? Man muss ja wirklich nur das Telefonbuch durchnehmen und sich die. Oder das Namen Österreichische, das ist nur viel besser. Ja, also, wahrscheinlich, ne? So, dann ist es eben im Grunde dieser Gedanke, sowieso, es hätte was rein Deutsches, um jetzt bloß beim Deutschen zu bleiben, jemals gegeben, ja, der ist einfach, der hält der Realität nicht stand. Ja, frag mal jemanden aus Nordfriesland und aus Bayern, wo die Gemeinsamkeiten ihrer Kultur sind. Ich weiß nicht, ob die so viel finden werden. Ja, oder Ost- und Westdeutschland, ne, ist ja auch alles anders, als schon wirklich zusammengewachsen und so, ne? Ja. Berlin läuft, tickt ganz anders als meinetwegen irgendeine Kleinstadt in Mecklenburg oder so, ja. Also, so mal, ich glaube, man kann ja versuchen, gegen dieses Wort zu Felde zu ziehen, ne? Aber es,
De facto ist es sowieso Multikulti, ja, also, ne, weil es gibt so eine Einheitskultur, auch keine Deutsche, die gibt es einfach gar nicht. Ja, und ich möchte aber noch Folgendes anmerken. Also ich bin ja halb Iraki, ne? Und ich habe schon auch immer wieder irgendwo jetzt, klingt blöd, aber meine Kultur ein bisschen verteidigen müssen, weil ich oft den Satz hörte, nur dein Vater ist Moslem, du bist auch Moslem, ne? Ist so. Und ich habe deswegen gesagt, nein, ich bin römisch-katholisch, Kruzifix, obwohl mir das eigentlich fast genauso egal ist, aber gut, ich bin da aufgewachsen, bin so sozialisiert. Ja, ich habe überhaupt nichts jetzt profund dagegen, außer gut, differenziert betrachtet gibt es natürlich ganz viele Dinge, die ganz, ganz schief gelaufen sind. Aber natürlich gibt es dann diese fast Bevormundung, ja, wenn jetzt jemand von Islamisierung spricht. Ja, ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ja, also wenn jetzt einer bei der Tür reinkommt und sagt, na, du musst jetzt fünfmal am Tag beten, dann sag ich, ja, na sicher nicht. Ja, mach ihn nicht, interessiert mich nicht, geh weg, lass mich in Ruhe. Ja, ich möchte in meiner Kultur leben und meine Kultur, die reimt immer jetzt zusammen. Ja, das ist jetzt aber nichts, was irgendwo in einem heiligen Buch steht. Ja, in keinem. Ich meine, das ist irgendwie, ach, weiß gar nicht, wo man da anfangen soll und aufhören. Ne? Aber es geht eigentlich darum, dass niemand jemanden anderen zwingen kann. Und soll und zwingen können soll, in was für einer Kultur er lebt. Also irgendwie da Zusammenleben zu finden, wie das empfangen das wird. Aber das ist sehr kompliziert und sehr schwierig. Aber darum muss man arbeiten. Ne? Ja, und ich glaube, es kann aber auch nicht darum gehen, sagen wir mal, zu behaupten, alle Traditionen gehören weg. Ja, alle Spezifik, meinetwegen auch eines Volkes oder irgendwie eines Stammes oder sowas hat zu Ja. verschwinden. Warum Ne? auch? Das wäre ja auch, sagen wir mal, ein großer Verlust. Ne? Ja. Aber das muss man trotzdem, glaube ich, nicht kriegerisch gegen andere, verteidigen, sondern im Grunde in irgendeiner konstruktiven Weise versuchen einzubringen in eine Welt, die sich nun mal globalisiert. Ja, was ich also nun weiß Gott nicht nur negativ finden kann, ja. Natürlich Also überhaupt jetzt, nicht. Ich glaube, es ist total ja. notwendig, dass wir uns in einem bestimmten Maße auf eine bestimmte Art globalisieren. Anders geht es gar nicht, finde ich. Aber okay, das ist meine Meinung. Und was ich auch noch ergänzen wollte, okay, du bist halb Iraki, ich bin halb Ossi, ne? Also, ne, also ja, Was also ist halb schlimmer? DDR-Bürger, ja, gut, ne, also jetzt auch schon rein quantitativ, also 30 Jahre, etwas mehr als 30 Jahre in der DDR gelebt, ne, dann seitdem jetzt in der BRD, ne? Also meine Kultur ist ja neben so auch verschwunden, ne? Aber ich kann nicht jetzt im Nachhinein sagen, dass das nur negativ war, dass die verschwunden ist. Und ich denke auch nicht, dass es wirklich eine Alternative damals dafür gab. Ja, also ich finde, also insofern dieser Gedanke, dass könnte irgendwas stehen bleiben auf irgendeinem Punkt. Also es geht individuell nicht und es geht gesellschaftlich nicht. Ja, also Ja. auch eine Kultur, was immer man damit dann auch konkret meint, ist, hast du ja auch schon gesagt, etwas Fließendes, etwas ständig sich Veränderndes. Und wir können nur gucken, dass wir irgendwie versuchen, in dieser Entwicklung, die die Kultur auf jeden Fall nimmt, möglichst positive Werte, darüber muss man sich verständigen, was es ist, bekräftigen und andere negative, zu denen ich zum Beispiel die Rechtsradikalen eben rechne, versuchen, möglichst gering zu halten oder im Idealfall dafür zu sorgen, dass die gar nicht mehr da sind. Ja, und ich meine, man soll sich natürlich nicht mit Gewalt seine Kultur verteidigen, aber man darf auch nicht mit Gewalt jemanden anderen seine Kultur wegnehmen wollen, ja. Also das sind die beides Sicher. da. Und ja, sonst wird es eben schwierig. Also und das wird nie wirklich dann funktionieren. Und wir da im Westen, ich meine, es ist nicht nur. Das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Sendung, ja, aber man muss sich dann natürlich jetzt anschauen, wie es zu dieser ganzen Situation da jetzt gekommen ist, die vor allem jetzt in Deutschland und Österreich nennen wir nochmal Rechtsruck, ich habe eher unter Anführungszeichen ganz bewusst gesetzt, ausgelöst hat. Aber im Endeffekt, um jetzt wieder auf unser eigenes Thema zurückzukommen, ne, man hat da diese Probleme, die da unter diesen eigentlichen Dingen und diesen Symptomen, die wir besprechen, liegen. Ne? Also zum Beispiel eine auch interessante Sache,
auch ein Zitat mehr oder weniger aus deinem Buch, Ritalin und Neuroleptika vertuschen, wie schlecht es den Kindern eigentlich geht. Ne? Also wenn man da überall drüber kleistert, ja, und so und sich dann wundert, warum dann da extrem aggressive Tendenzen zum Vorschein kommen. Ne? Warum? Und das ist ja nicht nur in unserem Kulturkreis so. Ne? Man muss jetzt einmal sagen, also Islamisten, Dschihadisten und ISIS und oder wie auch immer oder Daesh, ja, das ist ja auch extrem rechts. Ne? Gut, da kommt man natürlich wieder an dieses Definitionsproblem. Es ist Ja, lebensfeindlich, ne? Aber ob es rechts ist, ja, also das ist eben, ja, keine Ahnung, es weißt du, ist in das dem ist. Sinne lebensfeindlich, weil, ja, und im Prinzip, um sich gegen die eine lebensfeindliche Strömung zu wehren, wendet man sich einer anderen lebensfeindlichen Strömung zu. Ne? Wie gut kann das gehen? Ja, genau. Ich lese da gerade irgendwie im Chat. Ne? Ja. Naja, wir kommen jetzt eh schon dann so gegen das Ende der Sendung. Wir haben uns so vorgenommen, wir wollen so ungefähr bei 90 Minuten einmal wieder bleiben. Und daher sollten wir jetzt vielleicht schon noch ein bisschen drüber sprechen. Na naja, gut. Wir haben jetzt versucht, ein bisschen darzulegen, wo deiner Meinung nach der Hase im Pfeffer liegt, wo die Probleme sind. Du hast auch schon, oder ich habe das auch schon erwähnt, also dass du in deinem Buch sehr klar sagst, wenn diese autoritären Strukturen und nicht da sind, wenn wir also in den Familien, in der Schule und auch jetzt schon bei den Kleinkindern nicht eben diese auch sexualfeindlichen autoritären Strukturen ihnen aufzwängen und sie in dieses Korsett fassen, dann kommt es eigentlich gar nicht zu diesen Auswüchsen, wie wir sie auch jetzt teilweise wieder sehen. Aber was kann man da konkret tun? Was sind da deiner Meinung nach konkrete Schritte, die gemacht werden sollten auf gesellschaftlicher Ebene, auf persönlicher, individueller Ebene und so weiter? Also, das weißt du ja schon, eins meiner Lieblingszitate von Wilhelm Reich, was ich dann auch immer wieder irgendwie mit unterbringe, ist eben diese Feststellung von ihm, die er schon im Nachwort zur zweiten Auflage der Massenpsychologie 1934 getroffen hat. Ändert man die Gesellschaft, leisten die Individuen Widerstand, ändert man die Individuen, leistet die Gesellschaft Widerstand. Das zeigt, dass beides zusammen verändert werden muss. Ne? Das heißt also natürlich meine ich nicht, lass uns viel Psychotherapie machen und dann wird alles dufte. Ja, Schön wär's. ich glaube aber, dass dieser Aspekt, ich glaube, dass über die gesellschaftlichen notwendigen Veränderungen wirklich sehr, sehr viel klar ist und dass das immer in Richtung Demokratie gehen muss, in Richtung Vermeidung von Ungerechtigkeit, von Unterdrückung oder Reduzierung davon, natürlich auch Rückschrauben von diesen wahnsinnigen Einkommensunterschieden, wie sie zum Beispiel in Deutschland zwischen Arm und Reich, und es gibt ja nur weiß Gott beides auch, bestehen. Ja, solche Sachen, also, aber da gibt es sicherlich von Karl Marx angefangen und inzwischen von vielen anderen verfeinert und so, ja, gibt es ja nun wirklich, also so viel Literatur, da kommt man ja sein Leben lang nicht zu Ende mit lesen. Aber was es eben fast nicht gibt und was eben Reich, weil er ja dann auch geächtet wurde, sowohl von den Linken wie auch den Psychoanalytikern, eben auch dann nicht vergönnt war, in ausreichender Maße einzubringen, dieser andere Aspekt, über den wir heute reden. Ja, dass man sagen, okay, klar, irgendwie Ausbeutung muss aufhören, ne? Es ist irgendwie schon klar. Neoliberalismus zum Beispiel ist eine Sache, die einfach weggehört, ja. Damit wäre es dann immer noch Kapitalismus, aber wenigstens nicht in dieser immer destruktiveren Ausprägung. Aber das reicht nicht. Ja, also ich meine, das haben ja nun wirklich auch die sozialistischen Revolutionen bewiesen. Wenn die Charakterstruktur der Menschen dieselbe bleibt, kriegt das Kind zwar einen anderen Namen, aber letztendlich wird es wieder destruktiv und dann haben wir wieder nichts gekonnt, ne? Also diesen anderen Aspekt mit einzubeziehen, sich nicht nur einzusetzen für die mehr Demokratie, sondern auch für eine natürliche Geburt statt einer medizinalisierten, auch für eine nicht autoritäre Erziehung, statt einer autoritären, einfach nur auf Leistung ausgerichteten Disziplin abverlangenden, ja. Sexualität
in einer Weise mit einbeziehen ins Leben, die über eben, die natürlich irgendwas anderes ist als einfach nur Pornos gucken und was weiß ich, ins Bordell gehen oder so, oder eben Vermarktung, ja, also gucken, was ist denn eigentlich eine natürliche Sexualität, wie kann die denn gelebt werden, wie kann eine gute Partnerschaft aussehen, nicht nur sexuell, ja. Und natürlich auch ein qualifiziertes Angebot an Psychotherapie machen, aber auch in einer Psychotherapie, die wirklich tiefgehend ist, die auch an die Wurzeln geht, also die Lebensgeschichte mit einbezieht, die Bewusstes, Unbewusstes mit einbezieht und nicht nur Bewusstes, ne? Das sind einfach Sachen, das sind Aspekte, die spielen in diesen Zusammenhängen für Leute, die die Welt verändern wollen, fast leider keine Rolle, sind beschränkt auf irgendwelche Leute, die wiederum möglicherweise sich da nur tummeln, also in der Therapieszene, und dann vielfach eben offenbar dann aber sich keine Gedanken machen, wie die Welt verändert werden sollte, und das zusammenzubringen, ja, wie es Reich schon gemacht hat, wie es Erich Fromm auch gemacht hat dann, ja, das finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber es passieren auch so widersprüchliche Dinge, oder, also, du hast Thema Sexualität, natürlich Riesenthema, ja. Jemand fragt da, wie sieht die natürliche Sexualität aus? Ja, okay, also, das wäre mal, weiß nicht, ob du das in ein paar Sätzen, kommentieren Ja, möchtest, aber, ich versuch's mal, aber ich ja. bin nicht sicher, was bei rauskommt. Also Ja. erstmal glaube ich, da hat schon natürlich wirklich Sigmund Freud was ganz Entscheidendes gesagt, denke ich. Da hat Reicher auch also zugestimmt und da angeknüpft, ne? Wir sind im Grunde von Geburt an sexuelle Wesen. Also Sexualität ist nicht was, was in der Pubertät vom Himmel fällt und was nur auf Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung irgendwie fixiert wäre, sondern Freud hat es genannt, Lustgewinn aus erogenen Zonen. Und insofern, das kann man ja nachweisen, das ist ja nicht schwierig, das ist eigentlich auch selbstverständlich, diese Fähigkeit aus bestimmten Zonen des Körpers Lust zu gewinnen, die bringen wir mit auf die Welt. Also Säuglinge, die gewindelt werden oder ja gesäubert werden, ne, die spielen sich selber zum Beispiel am Penis. Also wenn sie Jungs sind, ne, beim gestillt werden kriegen Jungs auch eine Erektion und sowas alles. Ja, also da gibt's sozusagen eine natürliche Sexualität, die sich immer mehr entwickelt, die andere Zusammenhänge kriegt, wo die Körperzonen unterschiedlich sind, die im Vordergrund stehen und so, ne? Und die irgendwann dahin auch geht, dass man sich sexuell vereinigen will, also dann doch eben Geschlechtsverkehr. So. Das ist also im Grunde dann, denke ich, sowas, wie man vielleicht natürliche Sexualität beschreiben kann. Und die hat verschiedene wichtige Aspekte. Ich glaube, sie bindet Menschen aneinander, wenn sozusagen, wenn sie auf natürliche Weise passiert. Sie hat auch was zu tun damit, dass man Energie abführt, ja, dass man sich in einer Weise lösen und entspannen kann, was durch wahrscheinlich nichts anderes in vergleichsweise stattfinden kann, ja. So, ja, das ist vielleicht irgendwie natürliche Sexualität, und nicht natürliche Sexualität ist eben dieses krampfhafte Rammeln in Pornos oder eben einfach mit einer Frau gegen Geld einfach mal kurz im Puff verschwinden, ja, oder eben, was weiß ich, so irgendwie große Oberweiten zu nehmen, um Autos zu verkaufen. Ja, wobei aber Reich auch gesagt hat, keiner verlässt seine Praxis, der sich nicht zumindest traut, schuldfrei zu onanieren. Also wenn er dann Pornos dazu verwendet, ist es immer, sieht das ist immer noch besser, als er ist völlig asexuell. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, was jetzt besser ist als das andere. Aber wenn es um natürliche und gesunde Sexualität geht, dann Okay. sollte man dafür möglichst auch nicht unbedingt auf Pornos zurückgreifen müssen, denke ich. Ja. Es gibt dann halt auch, ich weiß nicht, das Thema Frühsexualisierung in Kindergärten ist letztens auch wieder an mich herangetragen worden als Thema, wo ich wirklich sagen muss, puh, da schwierig. Aber was ich interessant finde, also es wird offenbar, also in Deutschland ist das offenbar ein Thema. Ich kann das jetzt nicht wirklich beurteilen. Das kannst du sicher besser beurteilen als ich. Aber da ist irgendwo halt ein ziemlicher, sag ich mal, eine Diskrepanz zwischen Tabuisierung der Sexualität in den Schulen, aber dann Frühsexualisierung in Kindergärten, so die stattfindet. Nee, das kann ich auch nicht beurteilen. Also da habe ich mich jetzt nicht raufgeschmissen thematisch. Aber anscheinend gibt es da Pilotversuche oder irgendwelche Dinge, wo dann auch wieder sehr seltsame Ansätze verfolgt werden. Aber zumindest wird es behauptet von manchen Menschen. Wie gesagt, ich weiß aber gar nichts. Stichwort die
Wut in Energie zur konstruktiven Veränderung der Gesellschaft umzuwandeln. Wie macht man das? Weil du hast jetzt vorher die Dinge, die wir da jetzt auch jetzt nur kurz ansprechen konnten, das waren eben Dinge, die in der Kindheit schon schief gehen, wo dann eben denen man entgegenwirken kann, wo einfach diese natürliche Liebesfähigkeit erhalten bleibt und Menschen dann einfach gar nicht diese Tendenzen entwickeln, ja, dass sie ja irgendeinen Schuldigen suchen müssen oder. Aber wenn es dann einmal so weit, wenn es halt einmal so weit, wenn das halt einmal passiert ist und wir sind halt alle irgendwie relativ geschädigt aus unserer Kindheit und Jugend entlassen worden, dann ist eben eigentlich die Frage, ja gut, aber wie kann man jetzt diese Wut, die sich da aufgestaut hat, wenigstens konstruktiv wieder kanalisieren? Ne? Naja, also das, deswegen hat der Wilhelm Reich eben von der notwendigen sozusagen psychischen Umstrukturierung der Individuen gesprochen. Das heißt, im Grunde übersetzt, also ohne etwas Psychotherapeutisches wird da nicht viel gehen. Ja, und du kannst eben nicht einfach sagen, ach Mensch, jetzt stelle ich gerade fest, ich bin destruktiv, damit höre ich jetzt mal auf. Ja, das sind Charakterstrukturen, die uns anerzogen worden sind, die zum großen Teil unbewusst laufen, die auch wirklich sehr verankert sind in uns. Und ich glaube, der Weg ist immer der, sich erstmal überhaupt mit dem Gedanken einzulassen, was ja schon die allermeisten leider gar nicht machen, dass sowas da sein kann, bei sich selber zu gucken, sich selbstkritisch, nicht selbstzerstörerisch und nicht selbstschädigend, aber selbstkritisch auch zu beurteilen und daraus dann eben die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das dürfte für die meisten von uns Erwachsenen sein, zu heißen, ich muss ein Stück weit an mir arbeiten, ich muss mich verändern, ich muss mir bewusster werden, was alles in mir drin ist, auch am Positiven, aber eben auch am Destruktiven, ne? Und ich muss irgendwie gucken, dass ich da gegensteuere. Und das wiederum geht in aller Regel eigentlich nur durch eine gründliche Psychotherapie. Was ja nochmal wieder heißt, wo diesen Ideen, wenn man sie darauf jetzt einfach beschränkt, eben dann auch ganz klare Grenzen gesetzt sind, weil du eben nicht flächendeckend irgendwie im Volk Psychotherapie anbieten kannst, selbst wenn das Volk es wollte, was ja nicht der Fall ist. Ne? Aber trotzdem wüsste ich jetzt da keinen anderen Weg. Also natürlich müssen sozusagen die Lebensumstände immer weniger ja entfremdend, unterdrückend irgendwie gemacht werden. Aber gleichzeitig parallel dazu dafür gesorgt werden, dass die Individuen auch immer weniger destruktiv, neurotisch, autoritär abhängig sind. Also es geht nur Hand in Hand. Das eine und das andere wird eben nicht funktionieren. Auf beiden Seiten ist die Veränderung nötig. Also auf der individuellen Ebene und auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene muss quasi gleichzeitig angesetzt werden. Das ist ja auch das Zitat, das du vorher gebracht hast von Wilhelm Reich. Und aber da gab es ja Ansätze auch in den 80ern von, also Stichwort therapeutische Kultur von Joachim Marz. Ja. Siehst du da eine Möglichkeit in diesem Ansatz? Ja, er hat das gemacht, er hat sozusagen aufbauend auf Wilhelm Reich die Sachen zusammengefasst zur Idee der therapeutischen Kultur Ende der 80er Jahre und hat sie dann eben in die DDR-Wende mit eingebracht, damals auch in der Hoffnung eben, dass das sozusagen noch in der DDR damit irgendwie was gemacht werden würde. Aber dann gab es ja die DDR bald nicht mehr, aber die Aufgabe steht ja nach wie vor. Es ist im Grunde genau das, was ich schon gesagt habe, aber eben noch genauer ausformuliert oder auch aufgeschrieben. Eben die Vorstellung, wir erwachsenen Durchschnittsneurotiker sollten an unseren psychischen Störungen arbeiten und sollten gleichzeitig dafür sorgen, dass unseren Kindern oder eben auch, wenn schon vorhanden, Enkeln möglichst gar nicht mehr diese Art von psychischer Deformierung angetan wird. Durch uns nicht, durch andere nicht. Durch andere nicht, ist halt schwierig, ne? Wenn man sie dann in die Schule schickt. Naja, ja gut, das ist schwierig ist doch ohnehin. Ja. Okay. Aber das ist ja keine Frage. Aber wenn man sich die Sachen nicht erstmal, die Probleme nicht erstmal bewusst macht, kann man darauf gar keinen Einfluss nehmen. Ne? Und wenn man sich es bewusst macht, dann kann man zum Beispiel gucken, gibt es denn unterschiedliche Kindertagesstättenangebote, ne? Und nicht nur die Frage, welches ist am nächsten dran, sondern zumindest auch zu gucken, wäre es nicht mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, dass es eine Kindertagesstätte ist, die ein Konzept hat, was wirklich nicht autoritär ist. Ja, zum Beispiel mit Schulen geht so weiter. Also ich meine, dass es leicht ist, hat ja keiner gesagt, aber ne, aber trotzdem ist diese Zielstellung sinnvoll. Wilhelm Reich schreibt ja auch, also
dieses Streben nach dem Höheren im Menschen, das beschreibt er ja auch, ne? Dass das einfach wichtig ist, das wieder freizulegen. Ja? Das, also, und im Prinzip kann man das jetzt anders formulieren, wenn wir alle sexuell befreite, erleuchtete Menschen werden, dann gäbe es kein Problem. Ne? Und was ich aber immer jetzt an den Schluss unseres Gesprächs kommend ein bisschen als Widerspruch empfunden habe. Also Reich spricht sehr viel von diesem Höheren, das dem Menschen innewohnt, ja, und dass man dem das erreichen soll. Die Mystiker sprechen nur davon, ja, die haben nur ein anderes Vokabular dafür. Also im Prinzip, die streben nach genau demselben, von dem Reich spricht. Und trotzdem, Reich hält von der Mystik überhaupt nichts. Ja, also er spricht da von der mechanistischen Mystik und so. Was verstehe ich da falsch? Oder was verstand Reich da vielleicht falsch? Oder was hat er da ignoriert? Oder was ist da los? Warum hat Reich so ein Problem mit Mystik? Ja, jetzt aber wüsste mich auf den falschen Fuß zum Abschluss. Aha. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich dazu viel sagen kann. Also ich meine, Reich hat auf jeden Fall, und zwar in Weiterführung eben der Ideen von Freud, der ein ganz strenger, pauschaler Kritiker auch von Religion war, der es also für blanke Neurose oder Spinnerei oder ebenfalls immer für Neurose gehalten hat, hat Reich ja auch gesagt, also entweder man ist gesund oder man ist religiös. Ne? So, und, ist denn dasselbe wie Mystik? Vielleicht ist das Problem. Gut, okay. Aber er hat auch das ja, also Mystik und religiös sein, speziell Christentum, hat er ja sehr oft sehr, sehr in engem Zusammenhang abgehandelt. Ja. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er sich irgendwie, aber vielleicht habe ich das nur nicht gelesen, jetzt wirklich speziell mit Mystikern, wie, weiß ich nicht, Meister Eckhart oder sowas, auseinandergesetzt hätte. Deswegen kann ich dazu irgendwie jetzt auch nichts sagen. Mhm. Ich glaube, dass das Mystische war sozusagen für ihn irgendwie auch dieses, sag mal, die Anti-Aufklärung, also das Zukleistern mit eben irrealen Ideen, wie zum Beispiel nicht zuletzt religiösen. Ne, deswegen ist ja auch in der Massenpsychologie des Faschismus also ein ganz großer Abschnitt eben den Kirchen und den gewidmet, ne, und deren Anteil daran, dass Menschen so gemacht werden, dass sie dann unter Umständen eben zu rechten Lösungen neigen. Ja. Und da, finde ich, hat Reich wirklich das Kind ein Stück weit mit dem Bade ausgeschüttet, doppelter Hinsicht, weil ich erstens denke, er hat die wissenschaftlichen Anschauungen mal zu positiv gesehen, hat sie idealisiert. Ne? Also das ist ja Quatsch zu sagen, dass also die Schulwissenschaft oder die Schulmedizin irgendwie immer alles irgendwie versteht und wirklich richtig erklärt und einordnet. Davon kann ja keine Rede sein. Es sind so viele offene Fragen. Also einerseits sozusagen hat er da die Wissenschaft, glaube ich, zu naiv gesehen, als absolute Wahrheit oder dem sich annähernd. Und andererseits hat er eben Religion auch mit dem autoritären Christentum weitgehend gleichgesetzt. Und hat sich davon eben distanziert, ohne zu sehen, dass man natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise religiös sein kann, dass eben meinetwegen zum Beispiel Goethe eben eine ganz andere Vorstellung von Gott hatte, als meinetwegen irgendein katholischer Pfarrer üblicherweise hat. Ja, also Natur als Gott sozusagen zum Beispiel. Ja, und er hat eben auch, das ist vielleicht in dem Zusammenhang nochmal wichtig, eben irgendwie, also passt ja dann wahrscheinlich zu seinem, ich sag mal, Vorurteil oder seiner Pauschalisierung, auch nicht berücksichtigt, dass es natürlich schon einen, wenn nicht gerade jetzt flächendeckenden, aber doch sehr erwähnenswerten kirchlichen Widerstand, also von einzelnen kirchlichen Würdenträgern oder eben Gläubigen gegen Hitler auch gab. Ne? Hätte es ja dann im Grunde nach seiner Vorstellung gar nicht geben können. So ist es, ja. Ne? Also insofern denke ich da, das ist einer von den Punkten, wo ich denke, da hatte er so auch so, waren ihm seine Grenzen an der Stelle. Auch Reich war nicht perfekt. Nee. Oh. Gut, jetzt noch ein paar vielleicht Sachen aus dem Chat. Wir haben es schon angesprochen, aber gut, ist schon ein wichtiger Punkt. Was sagt der Gast zu den familiären Verhältnissen, hohe Scheidungsrate, Scheidungskinder und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus? Das ist eben diese Kleinfamilie als Keimzelle der Destruktivität, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt sagt. Das kann ich so pauschal nicht beurteilen. Also ich denke wirklich, die Kleinfamilie selber ist ein Problem. Das hat ja auch nicht erst im Grunde Reich festgestellt. Ne? Also Kleinfamilie und Familie ist ja nicht dasselbe. Ne? Wenn Familienstrukturen können ja auch in Gruppen irgendwie organisiert sein. Ne? Es geht bei der Kritik, die Reich geäußert hat, also nicht etwa darum, dass es keinen Vater und keine Mutter geben darf oder so, ne? Sondern
um die Kleinfamilie, ja, die eben autoritär strukturiert ist in aller Regel und wo Bedürfnisse aufeinanderknallen, wo von Schwachen, Hilflosen und eben von Mächtigeren, nämlich den Erwachsenen, den Eltern und was eigentlich fast immer zu einer mehr oder weniger großen Unterdrückung führt. So. Und natürlich, wenn du jetzt solche Familien dir anguckst, dann kannst du wiederum auch jetzt nicht sagen, schon gar nicht, wenn die Konflikte so groß sind, Scheidung an sich ist negativ. Oder genauso wie du nicht unbedingt sagen kannst, es ist wichtig, dass im Interesse der Kinder zusammengeblieben wird. Deswegen kann ich auf diese Frage pauschal nichts antworten. Also Ja. Scheidungen an sich, die Scheidungsrate selbst sagt jetzt eigentlich nichts darüber aus, ob mit den Kindern liebevoll umgegangen wird oder nicht. Weil es kann ja auch Nee. im Prinzip, wenn die Eltern nur streiten und es einfach ganz furchtbar ist, dann kann es ja sogar positiv sein, wenn sie sich trennen und dann sich wieder vertragen und irgendwie andere Lösungen und Patchwork-Familien Weiß geschaffen ich nicht, werden. aber oder beziehungsweise es kann auch verdammt wichtig sein, dass die Mutter sich von einem prügelnden, saufenden Vater trennt. Ja, Ja. meine ja. Also, Na? das, ja. Oh. Und die Patchwork-Familie kann durchaus ein Fortschritt dann sein in vielerlei Hinsicht. Klar. Also du siehst es nicht so, dass da jetzt wirklich diese Struktur Vater, Mutter, Kind irgendwo ausschlaggebend ist. Außer mein Reich hat sie eben auch kritisiert, aber ja, man kann Ja, das doch, nicht pauschalisiert sagen. naja, nee, aber nee, natürlich, also, ja, aber die Kleinfamilie ist sicherlich an sich ein Problem. Das glaube ich schon. Das heißt aber nicht, dass in jeder Kleinfamilie Kinder etwa in gleichem Maße und schon gar nicht wie in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts unterdrückt und fertig gemacht werden. Ne? Trotzdem stecken da einfach sozusagen von der Konstruktion her, denke ich, tatsächlich große Probleme drin. Wenn sich so wenige Menschen auf so engem Raum miteinander ständig unter diesem Machtgefälle und mit diesen psychischen Strukturen treffen und einigen müssen. Aber das führt jetzt, finde ich, ganz schön weit weg. Naja, andere Frage, die ich wahrscheinlich ein bisschen wegführt, aber die ich trotzdem mit spannend finde, ist, werden Männer aufgrund des Genderings benachteiligt? Kann ich nicht zu sagen. Okay. Interessante Frage. Ich nicht. Ich auch nicht, ne? Ja. Oder oh, es ist mir gar nicht bewusst. Na gut. Ja, was würdest du sagen jetzt? Als Schlusswort vor allem an einem Jahr, einen Tag vor Weihnachten, an einem Jahr, das wirklich heftig war, wo man leider sagen muss, das nächste, weiß nicht, wird wahrscheinlich ja mindestens genauso heftig, wo ein Ausblick, ein Rückblick. Das fällt mir nun wirklich sehr schwer. Also, Oder vielleicht noch ich. einmal, was ist für dich das Wichtigste an dem Ganzen? Was ist für dich das Wichtigste, wie man sagt, die Take-Home-Message? Ne? Wie gesagt, wir haben ja da ein sehr schwieriges Thema, und du behauptest ja auch nicht, dass die Problematik, die du ansprichst, also die Psyche, die tiefenpsychologischen, gesellschaftlichen, psychosozialen Ursachen, dass die allein ausschlaggebend sind, aber sie sind auf jeden Fall mit ausschlaggebend. Und was ist für dich aber der Kern des Problems, um das noch einmal quasi zu unterstreichen? Der Kern des Problems ist, dass genau das nicht anerkannt wird und dass darüber eben verdammt wenig gesprochen wird Und und dass dass die man. meisten Menschen es nicht an sich rankommen lassen wollen, leider. Dass sie selber Teil des Problems sind, dass wir uns, die meisten von uns sich eben. Hallo? Interessant. Und er ward nicht mehr gehört. Wie seltsam. Gut, dann werde ich ihn versuchen, noch einmal kurz in die Leitung zu bekommen. Ist natürlich ein bisschen öd, dass das jetzt so kurz vor dem Ende der Sendung ausfällt. Aber was soll man machen? So ist es nun einmal. Aha. Hat sich soeben verabschiedet. Na gut, wie gesagt, auch Skype hat seine Probleme. Ich versuche ihn jetzt einfach nochmal anzurufen. Second, they lay down the twos and
friendly maid, oh, what a sucker took his laser blade. Gonna make himself fell asleep up a little later. I know the guy. She was late on her way to Paris, where she made some friends, got an awful job. Sehr öd, wir sind jetzt wieder aufs Telefon zurückgestiegen. Du warst jetzt gerade mitten in einem sehr guten, einem sehr interessanten Punkt drin, aber wir können uns jetzt beide irgendwie nicht mehr erinnern, was das war. Und daher würde ich sagen, wir werden es halt einfach dabei belassen. Das Wichtigste ist ganz einfach, wie du es eh schon gesagt hast, dass wir nach den richtigen Ursachen suchen müssen, die uns in dieses Schlamassel bringen, immer wieder bringen, weil sonst bekämpfen wir die falschen Ursachen und das ist dann halt so ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Wenn wir nicht genau wissen, warum es wärmer wird, dann hilft es nichts. Ja? Dann hilft es nichts, wenn wir da irgendwelche Treibhausgase bekämpfen, wenn es vielleicht doch irgendwie einen anderen Grund hat. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich meine nur, es ist in dem Fall genauso. Man muss zuerst rausfinden, was wirklich das Problem ist. Und ich glaube, dass dein Thema, ich sage jetzt einmal dein Thema, es ist natürlich jetzt nicht dein Thema, nur dein Thema, aber du bist einer der wenigen, die das wirklich behandelt und seit Jahrzehnten eigentlich behandelt. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, auch es ist extrem wichtig, dass über diese Dinge auf diese Art auch mehr nachgedacht wird. Ja. Tarek, können wir das nicht als Schlusswort nehmen? Ich finde das jetzt einfach passend und kaum zu toppen. Wenn das so ist, dann ist es so. Dann bleibt mir nur mehr dir ja, schöne Weihnachten zu wünschen. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Und natürlich ein schönes neues Jahr und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören im nächsten Jahr. Mit Sicherheit. Okay. Ja. Dann, ja? Okay. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss. Aus der Vorstadt der Wirklichkeit. Ja, und auch der Cropcom hat bei mir jetzt leichte Probleme, keine Ahnung. Das Ende der Sendung wurde mit etwas Technikproblemen behaftet. Die nächste Sendung, die hoffentlich ohne technische Probleme abläuft, wie auch die größtenteils, die findet am 3. Februar 2017 statt. Und freue mich da sehr drauf. Das wird ein für mich sehr, sehr spannendes Interview. Es wird nämlich Mark Pilkington, Autor des Buches Mirage Man. Das Buch ist also Mirage Man einfach
zu Gast sein. Einige haben sich gefragt, wie ich da heute am Ende zu UFOs überleite. Naja, gar nicht. Also heute ging es nicht drum. Es geht nicht in jeder Sendung darum. Aber in der nächsten geht es definitiv drum, aber auf eine ganz andere Art. Es wird eine Thematik angesprochen, die ganze Bennewitz-Affäre, Desinformation rund um das Thema, bewusst gestreute Desinformation und so weiter und so fort. Also mit einem Wort ein Aspekt dieses Themas, der äußerst wichtig ist und auch sehr unterrepräsentiert ist. Also ich versuche mehr und mehr die Alternative zur Alternative zu sein oder zu werden. Und auch das ist, so wie das heutige Thema, etwas, das meiner Meinung nach einfach völlig untergeht. Also das wird einfach kaum behandelt. Hier und da doch, aber nicht in der Intensität, in der es Mark Pilkington betrieben hat. Man muss nicht auch sagen, das ist ein interessanter Mann, weil er ist auch ein Circle Maker. Ja genau, ist einer von denen, der Kornkreise fälscht. Also, aber ein hochintelligenter und hochspannender Mann, und das Buch, beziehungsweise vor allem die Doku Mirage Man, kann ich jedem nur absolut ans Herz legen. Großartig. Wirklich faszinierend. Zu hören, ich hoffe, dass alles gut geht. Schwierig die Kommunikation mit ihm, aber ich bin guter Dinge, dass am 3. Februar dieses Live-Interview dann über die Bühne geht. 3. Februar 2017. Bis dorthin bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören, fürs Interesse. Wünsche einen schönen Weihnachtsabend, morgen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir hören uns dann wieder am 3. Februar 2017. Bis dorthin, macht es gut. Bird in my head, honeybees instead. I got birds in my head, boy. Honeybees instead, boy. Boy, boy. I got birds.